Herzlich willkommen zur 51. Naja, herzlich willkommen zur 51. Folge des Second Breakfast Club. 61. Folge des Second Breakfast Clubs. In diesen bewegten Zeiten, in denen wir aus technischen Gründen diesen Podcast, also die heutige Folge schon mal aufnehmen wollten, es dann abbrechen mussten und einen Tag später heilfroh waren, dass es so gekommen ist, weil dann Games Workshop schon wieder irgendwas Neues angekündigt hat und das schon wieder alles umgeschmissen hat. Und heute haben wir den 20. Das heißt, wenn ihr den hört, dann wisst ihr, wir sind auf diesem Stand der Information. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal in Zukunft so sagen muss, dass ich das irgendwo so einleiten muss, was das angeht. Und ja, ich bin natürlich auch nicht alleine, der Michi ist da. Genau, ihr habt schon gehört. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und bei diesem spannenden Ausflug in ein Thema, von dem wir nicht gedacht hätten, so schnell darüber reden zu müssen. Ja, genau. Übrigens, man hört dich trockenbürsten. Das sind meine Hände. Oh, naja, egal. Also, wir haben heute viel zu besprechen. Ich glaube, es ist allen klar, es wurde eine neue Edition angekündigt. Ein neues Brettspiel kommt raus, das ist natürlich ganz fantastisch. Eine neue Edition, wo wir eigentlich auf fest von ausgegangen sind, dass die erst Ende des Jahres rauskommt, so um Weihnachten rum, wird jetzt halt einfach mal rausgeballert. Die Gründe dafür, da sprechen wir natürlich auch gleich nochmal drüber. Du meinst, die neue Erweiterung wird rausgeballert. Richtig, neue Erweiterung. Wir haben einiges an Miniaturen, die jetzt rauskamen, wo wir noch gar nicht besprochen hatten. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, gehen wir da einfach mal fix rein. Für alle kurz zur Info, ihr habt ja in der Folge 60 bemerkt, dass wir bereits über Ankündigungen gesprochen haben. Da haben wir mal über alles geredet, was bis dahin verfügbar ist. Und einen Tag später, nachdem das aufgenommen wurde, kamen die anderen Sachen drauf. Das heißt, wir hatten wirklich, dann hat die Aufnahme nicht geklappt und so weiter. Aber kurz für die Transparenz, dass ihr wisst, deswegen ist in der alten Folge, die eigentlich nach den Releases rausgekommen ist, trotzdem erst die Infos jetzt drin. Ja, ich kann vielleicht noch so eine kleine Sache sagen. Ich war doch gestern, vorgestern und vorvorgestern auf dem Turnier beim Thomas, ja. 2-Tages-Turnier. Ja. Und hat ja Faramir und Murin und Dra in der Gondor-Armee gehabt. Also ich habe tatsächlich, bin zwar mit zwei Armeen aufgeschlagen, habe aber alle 6 Spiele nur mit Gondor gespielt. Hat auch irgendwie mehr Bock gehabt drauf, deswegen habe ich das auch mal gewählt. War mir auch dann ziemlich egal, ob das jetzt vielleicht die schlechtere Variante ist. Hat am Ende für den zweiten Platz gelangt. Wer ist erster geworden? Der Kevin. Der hat so einen ganz weirden, also Kevin wird es mir nicht übel nehmen, wenn er das mal, das war echt eine ganz weirde, schlechte Mordor-Armee, weißt du, so mit so Black Guard auf Barad-dûr, mit Gothmog, also die gar nicht von ihm profitieren, mit einem Trollhäuptling und einem Hexenkönig auf Pferd. Ganz weirde Kombi. Spannend. Ich hatte das Pech gehabt, mit meiner Gondor-Armee gegen diese Armee beim Meister des Kampfes antreten zu müssen. Und das Problem war, er hatte ungefähr 15 Modelle weniger als ich. Und halt gleiches K. Also übrigens kann man schon mal vorab sagen, jedes Spiel wäre viel einfacher gewesen, wenn ich Boromir dabei gehabt hätte. Das muss man ganz klar so sagen. Also jedes Spiel ging zwar mit dieser Armee zu spielen, wäre aber deutlich simpler gewesen, wenn ich halt nur fucking Boromir mit K5 und so dabei gehabt hätte. Aber egal. Auf jeden Fall, diese Mordor-Armee hat aber das Problem gehabt, mit einem Faramir als stärksten Helden in der Armee hast du im Endeffekt eigentlich nicht wirklich etwas, womit du was gegen einen Mordor-Troll-Häuptling machen kannst. Vor allem, wenn der als Backup noch einen Katapult hat. Das heißt, Faramir hat es ernsthaft nicht hinbekommen, doch im letzten Spiel habe ich einmal hinbekommen, beritten, ein paar Speer anzuchargen, aber ansonsten hat Faramir kein einziges Mal hinbekommen, im gesamten Turnier, auf dem Pferd irgendwo einen richtig erfolgreichen Angriff zu machen. Er wurde immer entweder von anderen angegriffen, oder das Pferd mit dem schwarzen Pfeil weggeschossen, oder er hat einen Katapult in die Fresse bekommen, oder er hat jemand anderen in die Fresse bekommen. Also, naja. Er hatte so viel in der Fresse, wie das klingt. Ja, tatsächlich. Aber das war wirklich krass. Also ich stand da und dachte mir so, cool, ich habe zwar jetzt keinen Boromir, das bin ich gar nicht so gewohnt gewesen, manchmal irgendwie einen krassen Klopper auf dem Feld zu haben,
Und dann ist da so ein fettes Vieh, weißt du, so ein Gothmog, ein Hexenkönig und ein Troll. Alle haben 3 Attacken und sind durchaus gefährlich. Und du denkst dir, ja, was schmeiß ich denen entgegen? Das heißt, ich habe bei Gothmog, da kannst du mal so ein Murin und Ra davor schmeißen. Die halten das eine Zeit lang aus. Der Hexenkönig, gut, den habe ich immer wieder so eine Brunnenwache reingegeben, das geht auch. Beim Troll hört es aber schon auf. Da wird das schon wieder ein bisschen schwieriger. Weil selbst wenn du dann sagst, du packst halt einen Faramir rein und machst heroische Verteidigung, ja, dann schmeißt er den halt einfach irgendwo ins Nirvana. Oder er macht halt Zurückdrängen und geht irgendwo anders rein. Und dann machst du den Hieb und kommst auf die 1. Dann gewinnst du den zwar, den Kampf trotzdem, aber dann hat das nicht. Ding... Ja, das hat V... Was? 8 oder 7 oder 8? Ich glaube V8 sogar. V8 hat er, glaube ich. Das war ein ziemlicher Konter, diese Armee zu meiner Armee, vor allem in dem Szenario. Und das habe ich knapp verloren tatsächlich, deswegen ist es am Ende 2. Platz geworden. Er hatte nämlich 2 Kills mehr. Am Ende hat von seiner Armee wirklich nur noch der Troll, der Trollhäuptling, der Hexenkönig und der Gothmog gestanden. Ja, aua, würde ich sagen. Ja, aber waren spannende Spiele, muss man sagen. Also, in einem Spiel hat Murin mich sogar durchgerettet. Da habe ich gegen so Elben gespielt, bis in den Tod. Mhm. Und der hat sich in der Mitte durchgeschnetzelt durch Elben. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der hat irgendwie die Kämpfe gewonnen und hat sich da so durchgefräst und am Ende auch noch fast Illadan gekillt. Es war auch so eine Armee mit Elladan, Elrohir, Glorfindel. Also es waren lustige... Ich mag so 10 bis 15 Mann-Turniere, muss ich sagen, wo wirklich dann auch mal so Sachen kommen, die... Ich habe mal gegen Razgush gespielt, gegen Wächter im See, gegen Elladan, Elrohir, gegen Rumiel. Das waren mal ein paar andere Sachen, muss man sagen. Es hat Spaß gemacht. Klingt schön. Klingt nach einem wirklich schönen Spiel. Ja, also vielleicht Abschluss... Murin und Ra, die kann man reinpacken. Wenn du das machst, hast du echt richtig viele Heldentumspunkte. Und das ist eigentlich auch mal ganz angenehm. Aber... Sie haben halt andere Probleme. Es geht sogar. Du kannst sie eigentlich ganz cool nutzen in Spielen. Hätte ich nicht so gedacht. Also die sind doch irgendwie nützlicher. Sobald du allerdings wirklich bei so 900 Punkten, passiert es ja oft, krassere Helden hast, die so ab 150 Punkte, da können die halt gar nichts. Ja. Also, ich habe die im letzten Spiel, das war Malstrom-Szenario, da hatte ich das Relikt ausgegraben, das war Erbstück aus vergangener Zeit, und bin mit einer Brunnenwache mit dem Relikt quer über das Feld gerannt und habe dann, weil die später reinkamen, weil sie nicht eins gewürfelt hatten, habe ich Murin und Tra hinten beim Katapult-Troll direkt reingetrasht. Da haben die den 3 Runden lang aufgehalten, bis er wieder am Katapult war. Und das hat gereicht, dass sozusagen die Brunnenwache dann in halbwegs sicheren Gefilden waren. Aber die sind innerhalb von einem Zug jeweils gestorben. Das ist also sehr traurig. Ja, die konnten gegen Troll halt nichts machen. Und das einmal die Hieb? Ja, wenn der Hieb eine 1 ist, kannst du halt nichts machen. Ne? Deswegen, Hieb ist halt hardcore glücksabhängig. Da bin ich auch mal gespannt, wie die das in der neuen Edition machen. Frage ist, ob sie das effektiv angehen, wenn sowieso alle Helden nach oben gehen werden und so weiter. Ich bin gespannt. Ja, also alles in allem, in den meisten Fällen hatte Faramir gar nicht die Chance gehabt zu glänzen. Aber wenn er es machen wollte, ist ihm halt echt viel zu schnell das Pferd weggenommen worden. Und das hat das Problem. Wo man halt jetzt Faramir an sich jetzt keinen Vorwurf machen kann, weil das ist bei jedem Helden auf Pferd so. Oder fast ja, jedem. Aber sagen wir es mal so, zum Beispiel ein Hurin zu Fuß macht mehr als ein Faramir zu Fuß. Das stimmt, auch wieder. Und das ist halt das Problem bei Faramir, dass der kann halt nur kämpfen. Ne? Ja. Das ist okay. Und dann hat er 3 Willenskraftpunkte, aber Willenskraftpunkte, die sind halt schneller weg als noch was. Wenn da ein wichtiger Zauber ist, musst du unter Umständen alle 3 W würfeln, wenn du sagst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wurf und danach bist du halt freiwillig bis zu einem gewissen Grad. Absolut. Also, ja, also Faramir muss ich sagen, da bin ich, also das ist somit das Modell, wo ich mit der Drache, Gandalf, da bin ich echt mal gespannt, was sie da machen. Muss ich wirklich sagen. Aber okay. Ja, ich kann auch hobbytechnisch noch ein bisschen was erzählen. Oh, hau raus. Und zwar, gestern am Tag vor der Aufnahme habe ich mit dem lieben Lukas, also nicht den Lukas, den wir beide kennen, sondern der von mein Lukas, sage ich jetzt einfach mal, haben wir weiter die Rohan, Warren Rohan Kampagne gespielt.
Und zwar sind wir inzwischen in Helms Klamm drin. Und ich merke, wie schlecht das System das eigentlich darstellen kann. Es werden die Zuschauer, die sich die Kampagne dann bei unserem YouTube-Kanal anschauen, ich versuche die ja für den Herbst fertig zu machen, werden das dann sehen. Aber es hat sich teilweise nicht wie eine Schlacht in Helms Klamm angefühlt. Weil es war ein Spieltisch mit einer Breite von 10 Zoll, was das obere Teil der Mauer war, wo dann schlussendlich zwei Armeen mit einer Breite von 10, also mit 10 Mann breiter Schlachtaufstellung gegeneinander geprallt sind. Und das hat gefühlt halt überhaupt nichts mit einem Klammball zu tun gehabt. Ja, jetzt muss man halt auch sagen, dass jetzt wirklich diese großen ikonischen Schlachten, jetzt vor Minas Tirith und vor Helms Klamm, ey, wie kannst du, das ist klar, dass das mit unserem, unser System ist eigentlich eher ein Skirmisher-System. Na, da muss ich aber jetzt kurz in die Bresche schlagen bezüglich die Minas Tirith-Belagerung. Weil die haben sie auch aufgesplittet und da fühlen sich die einzelnen Szenarien deutlich mehr danach an, weil sie brechen es halt auf Kleinigkeiten runter, das haben sie ja auch gemacht. Aber einfach, der Klammwall ist nicht 10 Mann breit. Und ja das klar, also, aber da gibt es doch auch zum Beispiel bei Strategiespiele Mittelerde gab es doch auch ein Klammwall-Szenario mit so Wellen und so weiter. Das hat sich eigentlich mehr angefühlt, was ich so das war dieses Jahr, wo ich mir nochmal dieses Szenario in dem Heft angeschaut habe und diesen Schlachtbericht, den sie da gemacht haben. Das hat sich eigentlich sah gar nicht so schlecht aus vom Aufbau. Ja. Also das Problem ist, dass diese Kampagnen-Szenarien teilweise echt nicht gut geschrieben sind. Das war es nämlich. Es war irgendwie, es war nicht, wahrscheinlich ist es cool zum Zuschauen, aber ich glaube, aber es war nicht sonderlich spannend zu spielen, weil es ein sehr einseitiges Spiel war, ohne viel dahinter, wo du einfach nur denkst, verwürfelt der Held oder verwürfelt er nicht. Was an sich ein cooles Spiel war, aber das Szenario hat sich halt einfach nicht so angefühlt, als wäre das jetzt diese Szene. Ich hoffe, dass das jetzt vorbei ist. Wir sind jetzt dann vor dem Tor, also Gimli, Aragorn vor dem Tor. Und dann sind wir eh eigentlich bald mit Helms Klamm selbst durch. Also dann kommen wieder Freiland-Missionen. Ja, also, weil ich, wie gesagt, ich habe so ein, zwei Erfahrungen in der Vergangenheit, wo wir mal diese Ringträger-Kampagne machen und also wenn du die wirklich dann so spielst, so voll nach den Regeln, funktioniert es teilweise einfach nicht. Weißt du, wenn du dann so Sachen hast, weiß ich nicht, dass die Nazguls die Bockenburger Fähre einfach nehmen und auf die andere Seite schippern und da einfach halt einfach bleiben und die Hobbits dann ins Leere gucken, weil sie halt einfach sagen, ja kacke, die Nazguls haben mir die Fähre weggenommen. Oder auch so Sachen vom Balancing her, weiß ich nicht, es gibt dieses Szenario, wo mit Tom Bombadil und den Krabunholden, wo du irgendwie, glaub, ein Sechstel oder Achtel Chance hast, dass Goldbeere noch mit dazukommt. Ich sag's mal so, das Szenario ist für die Krabunhold-Spieler sowieso schon schwer genug. Wenn dann jetzt plötzlich noch irgendwie Goldbeere dazukommt, ist es ein Instant-Lose, da haben die gar keine Chance, absolut nicht. Und man merkt, dass sie nach hinten hin immer mehr nämlich auch die Szenarien so geschrieben haben, dass wahrscheinlich die Seite gewinnt, die in der Geschichte gewonnen hat. Ja, und das finde ich aber auch scheiße, weil das muss man sagen, darum geht es ja nicht. Ne? Also, dann schaue ich mir noch lieber den Film an. Es kann schon einen leichten Vorteil geben, es soll aber nicht so eindeutig sein. Eigentlich auch das nicht, weil dann weiß ich nicht, also ich spiele doch jetzt, ich habe doch keinen Bock, eine Seite zu spielen, wo ich weiß, ich krieg safe auf die Fresse. Also wo sie es sehr gut gelöst haben, war zum Beispiel bei den ersten Szenarien aus Rohan at War, weil sie nämlich, es war zwar grundsätzlich sehr stark so, dass es laut Lore, wie es laut Lore endet, du kannst aber als immer der andere Spieler sehr gut das Unentschieden rausschlagen, was dir in dem Fall mehr bringt, wenn du es als Kampagne spielst. Und das fühlt sich dann wieder richtig an. Das heißt, da hat es dann meistens Missionsziele gegeben, die eben dieses Unentschieden gut dargestellt haben. Das hat dann schon viel ausgemacht. Naja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Thema, weil ich glaube, wir haben sau viel zu besprechen und Wir haben noch genug zu reden. Genau. Also,
soweit ich das jetzt verstanden habe, wir kriegen jetzt diese Woche die Erweiterung ab Samstag zum Vorbestellen. Genau, das heißt auch die ganzen Figuren und so weiter. Noch nicht alle, aber ja. Nicht alle? Nein, in der Ankündigung bei den Modellen, die dabei sind, die zum Vorbestellen sind, laut dem Posting, beziehungsweise dem Beitrag in der Community, waren die Trolle und Budo noch nicht dabei. Hm. Was für mich nochmal sein könnte, ich glaube es zwar immer noch nicht, aber was immer noch in die Richtung tendieren könnte, vielleicht sind das Plastikbausätze. Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Also, scheiße wäre es halt wirklich, wenn das jetzt alles hier Forge World Resin wäre. Ich würde fast drauf wetten, aber wenn etwas nicht Forge World Resin ist, dann wird's werden, würde ich fast auf die Trolle tippen und dass es ein Dreier-Set wird. Aber das wird sich dann zeigen. Ja. Naja. Also, das ist auf jeden Fall, und soweit ich das verstanden habe, war es so, dass diese Angmar-Anor-Erweiterung eigentlich schon hätte vor einem Jahr ungefähr rauskommen sollen. Wie dieses Diorama angekündigt wurde. Genau. Und das Problem nämlich ist jetzt, die kommt jetzt raus, und sobald die neue Edition da ist, sind diese Profile ja dann sozusagen schon wieder direkt veraltet. Genau. Da regen sich manche Leute wahnsinnig drüber auf. Vor allem finde ich bei den englischsprachigen Gruppen ist gerade momentan echt ziemlich Land unter, habe ich das Gefühl. Aber bei vielen Sachen, also die regen sich insgesamt sehr viel auf. Ja, aber hier gerade mehr. Auch die neue Edition an sich. Ja, genau, da vor allem, das können wir nachher gerne nochmal besprechen. Das bin ich gar nicht so gewohnt. Normalerweise bin ich es eigentlich eher gewohnt, dass die jeden Furz feiern, der aus Nottingham kommt, um es mal so unzivilisiert auszudrücken. Und aktuell muss ich sogar sagen, dass ich teilweise einfach mir denke, also kommt Leute, jetzt, das ist jetzt aber auch hart übertrieben. Also soweit ich das jetzt einfach von außen her wahrnehme, war es so anscheinend, dass es anscheinend irgendwelche Rechteprobleme gab, irgendwelche Lizenzverhandlungen oder sonst was, vermutlich auch mit dem Film, in New Line Cinema, wie auch immer. Und wahrscheinlich in Kombination noch, es gibt Leute, die sagen, da hat vielleicht noch Produktions- oder generell bestimmte Aufstauten von Corona sind da noch vielleicht dabei und die alte Welt, also die Warhammer Old World. Und das hat alles irgendwie dann dazu geführt, dass es diese ganze Erweiterung sich um ein Jahr verzögert hat. Was heftig ist, wenn man sich's überlegt. Ja, weil stell mal vor, das hätten wir letztes Jahr gehabt, das wäre ja geil. Das wäre perfekt gewesen. Und was ich, also einen großen Kritikpunkt habe ich trotzdem bei der ganzen Sache, und da müssen Sie sich eigentlich mal immer noch mal ein bisschen noch mal zu äußern. Ich finde trotzdem, dass man da hätte irgendwas kommunizieren müssen. Ja. Und es geht jetzt nicht direkt ums Mittelerde-Team. Ich weiß nämlich nicht, was die müssen ja auch, können ja auch nur das machen, was sie gesagt bekommen. Aber es kann nicht sein, als ein Unternehmen, was einen gewissen Selbstanspruch hat, haben sollte, dass ich einen Teil meiner Kundschaft für ein bestimmtes Spielsystem ein komplettes Jahr lang im Unklaren lasse und eine Situation kreiere, in der die Spielerschaft durchaus, sagen wir mal, realistischen Grund zur Annahme hat, dass dieses Spielsystem kurz vor dem Aus ist. Und dann schon Spekulationen stattfinden. Und weil das führt natürlich auch zu einem Klima, dass Leute abspringen. Dass Leute halt sagen, okay, sie wechseln. Weil ich muss sagen, zwischenzeitlich hatte ich auch für mich mal die Überlegung gehabt, okay, scheiße, was machst du denn jetzt, wenn, sagen wir mal, die jetzt wirklich hier rausgehen aus der ganzen Sache? Mich interessiert kein wirklich anderes Tabletop aktuell. Vor allem in der Kombination damit, dass ja, war's Cool Mini or Not oder Asmodee oder irgendso, irgendwer ja ebenfalls die Lizenzen geholt hat. Ja. Und da ja sowieso schon viele gesagt haben, die Games Workshop gibt das ab. Was ich, wie gesagt, ich habe es immer noch nicht geglaubt, weil, ja, aber... Also sagen wir es mal so, im Anbetracht dessen, dass du null Infos bekommen hast und da seit Ewigkeiten nichts mehr Neues kam, außer irgendein Diorama für Maler,
Ich weiß jetzt nicht. Seitdem, wann war denn das? So seit 2014, 15, als große Teile, also als es wirklich kurz vorm Sterben war, das Hobby. Ne, wo immer mehr Figuren aus dem Store Sortiment auch gegangen sind. komplett rausgelistet wurden. Und zwar wöchentlich, wo du wirklich wöchentlich sehen konntest, wie es immer weniger Figuren gab, die verfügbar waren. Fand ich, war das so die Situation am ehesten, wo man denken konnte, okay, das geht jetzt mal zu Ende hier bei Games Workshop, die Herr der Ringe-Ära. Und diesen Eindruck darfst du auf keinen Fall vermitteln als Unternehmen. Ja. Und das ist super dilettantisch, wie man die Kommunikation nach außen hin gemacht hat. Also das finde ich geht nicht. Andere Teile, die kritisiert werden, finde ich, sind sehr überzogen. Aber das ist ein Ding, finde ich nicht cool, wie das geregelt wurde. Aber okay. Wertschätzend ist es auf jeden Fall, weit weg davon. Richtig. Aber das wäre dann nur so meine 50 Cent mal dazu. Dann würde ich mal sagen, also, wir haben jetzt heute einerseits besprechen wir mal diese neue Erweiterung, die jetzt kommt. Und es wird eine neue Edition angekündigt für nächstes Jahr oder also Anfang nächsten Jahres oder Ende nächsten Jahres, irgendwie Ende dieses Jahres, irgend sowas in den Dreh. Also schon recht bald. Was ein bisschen schade ist für die Leute, die diese Regeln jetzt, dieses Buch kreiert haben. Ich glaube, das ist auch frustrierend, wenn du da echt Playtesting machst und Zeit rein investierst und dann haust du im Endeffekt ein Produkt auf den Markt, wo du eigentlich vor allem dann den Leuten sagen kannst, ey, komm, immerhin ihr habt ein schönes Buch, um es euch irgendwie ins Regal zu stellen, irgendwie so ein bisschen Sammlerwert oder so. Ja, das ist auch aktuell das, wo ich jetzt noch ein bisschen mit mir selbst hadere, zu sagen, kaufe ich es mir jetzt, weil Vollständigkeit halber und Sammlerwert und ich muss ja auch sagen, ich schmökert einfach sehr gerne in den Büchern. Ich habe Riesenspaß, dass ich die Szenarien lese. Bin ich noch am Überlegen, ob mir das alleine dann 40 Euro wert ist. Ich habe ja interessanterweise wirklich nur das Regelwerk und die Armeen aus Herr der Ringe und die schaue ich tatsächlich nicht wirklich oft rein, weil das halt die deutschen Versionen sind und auf einem Turnier nehme ich halt alle Regelbücher zusammenkopiert in einem Ordner. Also ich habe so einen Ringordner, so einen Vierringordner und das ist das Beste, was ich hier machen konnte. Also da habe ich zum Beispiel auch Razgûsh und so weiter in Mordor reinsortiert. Ich habe Mordor nach Barad-dûr einsortiert und diese ganzen Sachen mit, oh, Adam Throg hat irgendeine schöne Armee bemalt, gucken wir, wir haben mal noch 30 Seiten extra in dem Buch. Alles Weil ich muss klar. sagen, ich finde, ja, die habe ich halt nicht mehr bei, ja. Und auch die erzählerischen Szenarien, die ich finde, die beim Standardregelbuch, ja, kann man reinmachen, warum nicht? Aber ich vermisse es noch so ein bisschen von früher, wo du bei den, jetzt erzählt er wieder aus vom Krieg, wo man bei den Starterboxen auch dieses DIN A5-Heft hatte. Ja, wo das praktisch das Hauptregelbuch als Paperback war. Das fand ich tatsächlich auch schön. Aber vielleicht ganz ehrlich, glaubst du, dass es eine neue Einstiegsbox geben wird? Ja, haben Sie ja schon gesagt. Haben Sie? Ah, Bilde ich okay, mir ein, gut. dass das gesagt worden ist, dass eine neue Einstiegsbox zu der Rohirrim. Bilde ich mir ein, dass ich es gelesen habe. Vielleicht irre ich mich jetzt auch massiv, aber ich bilde mir ein, dass ich was gelesen habe, dass für die neue, dass da dazu was kommen wird. Einerseits finde ich es sehr cool, weil es natürlich dann mit dem neuen Film was gleich hast. Muss aber auch sagen, dass ich die beiden Armeen, Dunland und Rohan, eigentlich nicht jetzt als Einstiegsarmee für das mittlere Tabletop gesehen hätte, als Kombi. Wart mal ab, wie die Regeln verändern werden. Und wart mal ab, was für Figuren reinkommen. Also, wenn die weiterhin die alten, über 20 Jahre alten Billo-Rohan-Krieger nehmen. Also, sagen wir es mal so, also, zumindest kann ich vor dieser Dreistigkeit dann einen gewissen Respekt haben. Also so ein Selbstvertrauen muss man halt auch haben. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, sie verfrachten das halt wirklich irgendwie. Also es kann sein, dass das cool wird. Es kann ja auch sein, dass es neue Dunland-Krieger gibt und dass diese Armeen sich ganz anders spielen als das, was man jetzt hat. Warten wir Mir es mal ab. geht es eher um dieses Mittelerde-Feeling, weil für mich Ah. Mittelerde-Feeling nicht unbedingt Menschen gegen Menschen ist. Böse Menschen, ja, gibt es immer wieder, aber so dieser Hauptkrieg findet bei mir im Kopf nicht zwischen Menschen statt.
Aber wer weiß, wie der neue Film das macht. Was ich sehr gut finde, natürlich schon mal für alle Modelle, die hierzu kommen sollen, an das bestehende Design angepasst werden. Also dadurch, wir haben ja einen Animationsfilm. Und die Minis sollen dann aber nicht Comic-Style ausschauen, nur weil sie aus dem Teil des Spiels kommen. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und also da freue ich mich drauf, weil das wird dann, weil ehrlich, sie müssen eine neue Einstiegsbox machen. Ich finde es halt aber auch geil, dass sie im Endeffekt dann eigentlich für 1,5 Jahre grob oder waren es vielleicht sogar 2 Jahre, dieses überarbeitete Regelbuch rausgebracht haben. Für 2 Jahre war es, weil es war so, Weihnachtsgeschäft 2022 und wenn es jetzt im Weihnachtsgeschäft endet, dann wäre es 2 Jahre, wobei ich sagen muss, rein, wenn man sich anschaut, was so im was so rundherum ist, sind 2 Jahre Regelbuch eh relativ normal. Ne, ich finde es okay. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist raus und zack, man kann es gar nicht mehr nutzen. Vor allem, weil man ja dazu sagen muss, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu 40K und Co., wo es sein kann, dass dein Regelbuch 2 Wochen nach der Veröffentlichung aufgrund von FAQs und dergleichen nicht mehr valide ist, war das relativ fehlerlos. Aber das hatten wir doch auch mal gehabt, schon, dass das eigentlich sinnvoll wäre. Hatten wir das nicht mal mit dem Gespräch mit Patrick gehabt, dass die eigentlich bei 40K wahrscheinlich am besten sowieso eine App oder sowas hätten. Na, haben sie. Aber die soll doch richtig mies sein. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen schon hingekriegt haben, aber ja, es ist... Da können wir lange drüber diskutieren, vor allem, weil wir beide nicht spielen. Ich mal sie zwar an, aber das war's auch. Ja, naja, egal. Also, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die Edition selbst ein. Arno und Angmar. Du meinst jetzt Erweiterung, nicht Edition. Ja, sorry. Die Erweiterung Arno und Angmar. Also vielleicht so alles im Allen erstmal. Ich meine, die meisten Leute müssten das jetzt schon mal gesehen haben. Ich finde, wir bekommen erstaunlich wenig Modelle für Arnor. Ja, wobei ich ja noch eine Vermutung habe. Aber da können wir ja gleich drüber reden. Was wäre denn die Vermutung? Würde mich jetzt das finden. Das kann ich anteasern, dann nicht machen. Ja, kannst du dich anteasern, dann nichts sagen. Und zwar, wir haben ja eigentlich für Arnor jetzt 2 neue Profile. Effektiv. Die Reiter und den namhaften Hauptmann. Genau. Sollte aber Aranath ebenfalls in 2 Fraktionen zu Hause sein, und zwar einerseits in den Waldläufern des Nordens, aber auch in Arnor, könnte es natürlich sein, dass du, wenn du ihn in deiner Armee hast, ähnlich wie es zum Beispiel bei den Hobbits ist, für die Strolche, wo es den einen Hobbit-Helden gibt, ich glaube in Sandigmann, mit dem du bei den Strolche plötzlich Hobbit spielen kannst. Dass du dann sagst, du kannst Dunedain und Waldläufer des Nordens in Arnor mitspielen, wenn du ihn Aranath mitnimmst. Wow, ja, das kann natürlich sein, aber dann hast du, aber was bringt das Arnor, wenn du halt 25 Punkte Helden reinballern kannst? Wenn sie das Keyword kriegen, sind es halt 25 Punkte Helden, alle mit Heldentum, wobei nämlich Arnor immer schon Heldentum technisch immer, ja, du hast Hauptmänner gehabt und so, die halt dann auch noch von Malbeth profitieren. Ich fände es schon cool, vor allem, weil ja Arnor das früher in einer anderen Form hatte. Ja, aber das war scheiße. Das war also scheiße. Das früher war richtig scheiße, aber jetzt wären sie alles 25 Punkte Helden. Weil vorher waren sie die normalen Waldläufer. Ja, vielleicht ganz kurz für die Leute, also in der Hobbit-Ära damals war es so, wenn mich nicht alles täuscht, kannst du mich ja berichtigen. Da konnte man in Arnor, also so eine Standardarmee bestand so ein bisschen so aus Illadan El Rohir, dann so hier Halbarath und dann vielleicht auch manchmal ein Aragorn und dann Haufen von diesen 25 Punkte-Helden und jeder von diesen 25 Punkte-Helden konnte noch 6 normale Waldläufer, also normale Modelle freispielen, die nicht gegen das Bogenlimit zählen. Das heißt, man hat das easy hinbekommen, damit eine Armee zu machen mit 100% Beschuss, die unfassbar viel Heldentumspunkte hatte. Und es war richtig ätzend, dagegen zu spielen. Also unfassbar viel Heldentum und dennoch auf Masse. Weil jetzt, wenn du jetzt auf 500 Punkte rechnest, hast du im Normalfall
2017 Modelle, sowas. Je nachdem, welchen namhaften Helden du dazu spielst. Und früher war es halt wirklich so, du bist mit 32 Modellen aufmarschiert bei 500 Punkten und alles hat einen Bogen gehabt. Ja. Und wenn du da, keine Ahnung, mit Moria angekommen bist, dann du wirst halt zerschossen, bevor du überhaupt da warst. Das war, also, ja, mal sehen. Also ich finde trotzdem, selbst wenn wir jetzt sagen, wir packen den mal dazu, ne, wir sagen jetzt Ananath, ne, also das ist ein Modell, was ja irgendwie der erste wirkliche von diesen Dúnedain-Leuten sein soll, also praktisch der erste, der aus der Linie der Könige ist, der von Arno, der kein König mehr ist. Genau. Und ja gut, er kann ja zweimal schießen, hat aber die gleiche Pose wie Aragorn beim bei der Menschen oder Helden des Westens Box. Den finde ich ein bisschen uninspiriert, wieder was das angeht, wie die meisten Modelle. Leider aktuell von GW. Wo man einfach sieht, dass sie Copy-Paste machen aus anderen Modellen aus ihrer Range. Aber dann trotzdem ist es zu wenig für Arno. Also, ich weiß nicht. Das ist. Ich finde das krass. Ich meine, ich spiele kein Arno. Also, ne, ich betrachte das Ganze aus eigentlich der Angmar-Spieler-Perspektive. Ich habe vor allem Angmar-Modelle auch wenn ich schon lange kein Angmar mehr gespielt habe. Das hatte ich aber trotzdem den nächsten Mal wieder vorgehabt. Deswegen habe ich die ganzen Orks bemalt. Aber irgendwie fühlt die ganze. Also, der Titel der Erweiterung, der Aufstieg Angmars, der passt voll. Ja, ich weiß auch nicht, die Frage ist, wie sehr sie natürlich berechnet haben jetzt, wo können sie in Arnor Modelle reinmachen, die im bestehenden Setting mit den Fähigkeiten, die da sind, nicht total steil gehen. Naja, du kannst sie halt eh anpassen. Ich meine, diese Erweiterung wurde nicht für das zukünftige Regelwerk konzipiert. Diese Erweiterung ist für das aktuelle. Nein, ich rede eh vom aktuellen. Ich rede davon, dass du jetzt theoretisch zum Beispiel eben, du musst halt berechnen, du hast für die Modelle dann einen 5-Plus-Retter, wenn du aufs Arno-Keyword nicht verzichten magst, du bist furchtlos und dergleichen. Ich glaube, das ist nicht leicht. Dann passt du halt einfach die Regeln an. Ja, aber das ist halt, das ist auch die Frage, wie sehr die da rumstochern, weil dann fühlt sich's wieder an, ja, übrigens, ihr bekommt das und das, aber dafür verliert sie das. Dann hätte es wieder die nächste Schere rein gehabt. Naja, aber ich sag's mal so, aus der Perspektive von den Arnold-Spielern wäre es wahrscheinlich das die bessere Variante gewesen. Dafür mehr Varianz, weil ich meine, im Endeffekt ist es so, du hast einfach ein Königreich, dessen einzige Bogenschützen irgendwelche Waldläufer sind oder irgendwelche Hobbits, die im Endeffekt nur einen einzigen Truppentyp haben, der gleiche ist zu Pferd wie zu Fuß, die keine Elite oder sonst, die nicht mal ein Belagerungsgerät haben, die gar nichts haben in die Richtung, die im Endeffekt drei namhafte Helden haben und die haben nicht mal, und davon hat einer eine Pferdeoption, weiß ich nicht. Also fühlt sich irgendwie nicht, das fühlt sich nach, ich hatte eigentlich gedacht, nach dieser Erweiterung würde sich Arnor wie eine richtige Armeeliste anfühlen. Das fühlt sich immer noch wie so eine drittklassige Armeeliste an, wie, sagen wir mal, Khant oder Weitharad. Weißt du, die zwar durchaus spielbar ist in mancherlei Hinsicht, abgesehen jetzt mal von Khant vielleicht, aber die trotzdem eigentlich so nur aus 5 Profilen gefühlt besteht. Ich weiß, was du meinst, ich muss aber tatsächlich wirklich sagen, jetzt als Arnor-Spieler, Arnor hat es schon immer geschafft, sehr viel Spaß zu machen, trotz weniger Modelle. Und ich glaube nicht für diejenigen, die jetzt wirklich passioniert Arnor spielen, dass das jetzt ein Problem ist, dass es nur vielleicht 3 oder 4 neue Profile in der Liste sind. Da haben andere Listen bei Erweiterungen schon weniger bekommen. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm viel aus der Sicht jetzt als Arnor-Spieler. Aber ich verstehe deinen Aspekt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir dann, ich meine, Gondor hat ja wieder was bekommen, ne? Ist super, aber das haben wir ja schon besprochen, den netten Menschen. Dann gehen wir doch mal rüber zu Angmar. Angmar kriegt neue Truppen. Ja, Angmar kriegt viel Neues. Ja, und zwar die Menschen von Rurdau. Khandum. Ach, Khandum? Ja. Ach, Rurdau sind wir mal. Ja, von Khandum und der Schatten von Ruder ist neu. Ah, gut, habe ich das verwechselt. Naja, die Menschen von Khandum, und ich muss sagen, sie sehen echt schlecht aus. Also, vom Look. Sie schauen halt sehr nach Age of Sigmar aus, wobei die Inspiration ja eindeutig bei Krieg im Norden liegt, bei dem Computerspiel. Weil die sind 1:1 rauskopiert.
Die schauen in dem Spiel wirklich genau so aus. Was ich jetzt nicht zwingend schlecht finde. Ich finde die Optik eigentlich ganz cool. Aber sie sind 1:1 da rausgenommen. Vielleicht haben sie dafür extra die Rechte bekommen. Vielleicht war das eins der Rechte, wo es Probleme gegeben hat. Also ich sag's mal so, das sind so Modelle, wo ich sage, die hole ich mir nicht. Da werde ich mir wahrscheinlich Proxys holen. Weil, weiß nicht, die haben alle den gleichen Bart. Abgesehen von dem einen Typ mit der, also von den Truppen, außer der eine Typ, der wahrscheinlich so ein Hauptmann sein soll, der hat mal was Geflochtenes. Ansonsten haben die alle die gleiche Bartlänge, alle den gleichen Bart, und im Endeffekt diese Posen sind super undynamisch. Der eine, da siehst du ganz klar, das ist eigentlich ein Rutabi gewesen, den haben sie halt den haben sie beim 3D-Druck und so weiter, haben sie mal ein bisschen anders gemacht. Ein bisschen abgeändert, aber die Pose ist 1:1 das. Auf der einen Seite haben die überall Fell, aber dann laufen die teilweise oberkörperfrei durch die Gegend. Das weiß ich, finde ich affig, das siehst du einfach. Das hat, ich weiß nicht, ich habe kein Problem mit Fantasy, ne? Aber ich finde es immer so ein bisschen affig, wenn du ein Modell ansiehst, dass es da vor allem der Style war, der das, die Designentscheidung war und du sofort merkst, okay, das ist super unpraktisch. Das würde, also, eine Fantasy-Welt kann Fantasy sein, aber sie muss in sich konsistent sein und das ist es in dem Fall nicht. Richtig. Diesen Eisaspekt, den was du bei Dunland zum Beispiel theoretisch auch oft siehst, dieses Fell und dieses Ding, aber die wirken halt nicht, als würden es gleich erfrieren. Ja, und was mich auch total nervt, ist, diese ganzen Bändel, die überall haben. Weiß nicht, jetzt, gut, mal so, keine Ahnung, so ein paar Bändel an so einem Speer, warum nicht, wenn man unbedingt will. Aber diese Schilde, was ist denn da passiert? Ich meine, im Endeffekt, man muss das mal anschauen, das sind richtig grobe, klotzige Dinger aus Eisen und Holz. Und dann sind da super random einfach irgendwelche Lederstriemen oder Stoffstreifen drüber gezogen. Wofür sind diese Stoffstreifen da? Das wirkt total so wie, das war, finde ich, schon bei den Rittern von Thal so. Bei denen hat man es nicht so extrem gemerkt, weil die halt aus einer, ich sage mal, nobleren Gegend stammen. Aber die haben auch schon so viel Klimbim gehabt, wo man einfach versucht hat, möglichst viele Details drauf zu machen. Was aber gerade dieses Setting meiner Meinung nach gar nicht braucht. Da nähert man sich halt sehr stark den Fantasy-Modellen an. Was ich jetzt dahingehend positiv erachte, dass die vom Design her sehr schön sind und eigentlich sehr viel Liebe drin steckt, aber es passt halt nicht unbedingt in die Welt rein. Aber jetzt ja, sind die Modelle trotzdem. Das ist ja auch vollkommen okay. Das ist ja reine Geschmackssache. Ne? Ich sage ja nur, warum mir sie jetzt in dem Fall nicht gefallen. Und da muss ich sagen, das ist mir sofort an diesen Schilden aufgefallen, wo ich mir dachte, es gibt Leute, die sagen, diese Schilde sind ihnen zu grob, gefallen die nicht. Das finde ich noch nicht mal. Aber mich stört es halt einfach. Ich meine, bei diesem Typ, der links... Ne, warte mal. Diese beiden Speerträger. Weißt du, der eine, der links, der andere, der nach rechts guckt. Diese riesen Varianz, die wir da auch haben. Diese Bänder da über den Schilden, wofür sind die da? Was sollen die machen? Also, was hat sich der keine Ahnung, Krieger von Khan Dom namens Ulf gedacht, als er sich jetzt einfach mal diese Bänder da drum... Das hier... Wofür? Also normalerweise nimmst du nur das mit, was nötig ist, und da verfängt sich ja eher noch was. Das ist ja, also weiß ich nicht. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich werde mir auch gerade bei den Kriegern von Khan Doom Truppen von Forge World kaufe ich sehr ungern, muss ich gestehen, weil sich es irgendwie immer selten. Es fühlt sich manchmal nicht gut an. Weil du halt doch fast 10 Euro pro Modell ausgibst und dann sind die in einer Runde tot. Das finde ich immer sehr schade. Ich finde es okay, weil du kriegst wenigstens coole Modelle. Also du kriegst dann wirklich Modelle, wo du sagst, du oft kannst du ja noch ein bisschen Varianz dann reinbringen, auch wenn dieses Modell jetzt echt nicht viel... also ich finde es schon ganz gut, weil das ist zum Beispiel das, was mich bei, sagen wir mal, Modell for the Veil und so weiter stört. Dass du halt einfach an diesem Modell nicht groß was noch personalisieren kannst. Du kannst nicht viel umbauen, weil dieses Resin schlicht halt einfach, das bricht halt einfach. Da musst halt wissen, wie, also das ist ein anderes Umbauen als jetzt bei Fake Finecast, bei Forge World Resin oder bei Plastik. Ja, und
Also ich sag mal so, ich mag zum Beispiel die Helme an diesen Truppen. Die Helme finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn eigentlich niemand wirklich solche Helme nutzen würde. Auch die Wikinger hatten keine Hörner auf den Helmen. Das waren maximal so Sachen, die man im Kampf genommen hat, um die Leute zu beeindrucken oder um ein bisschen... Aber die haben im eigentlichen Kampf hat man die nicht gemacht. Das ist viel zu gefährlich. Ja. Du tust dir nur selber weh. Du tust dir nur selber weh oder du bleibst dann irgendwie beim Kämpfen da dran hängen oder jemand anderes kann dann plötzlich dir den Kopf da dran festhalten und so. Ich mag die Waffen. Okay, das vielleicht. Und da, ich muss sagen, das muss ich wirklich sagen, finde ich total cool, weil du jetzt schon, wenn ich jetzt das mit den Waffen kurz rein, ich finde es wahnsinnig schön, dass sie eine Nicht-Schwert-Axt-Infanterie gemacht haben. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Ich hoffe jetzt, dass mehr Leute Knüppel bekommen im Nahkampf und nicht alle einfach zwangsweise ein Speer haben. Ich finde die Standarte ich glaub, das ganz ist optional. Cool aus. Das ist wie bei den Drachen, bei den schwarzen Drachen, bei den Ostlingen, dass du sagen kannst, du kannst es entweder mit Schwert oder mit Speer bauen. Mhm. Und ich muss sagen, ich mag den Paintjob. Ich finde, dass diesen gut bemalt. Ich muss allgemein sagen, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Es war kein Modell dabei, das ich wirklich schlecht bemalt gefunden habe. Weil das war eigentlich in die letzten Sachen, die so kommen sind, war das schon oft dabei, dass irgendwas dann einmal ein Modell sich dazwischen geschummelt hat, wo man sich so fragt, was ist denn da jetzt passiert? Und eigentlich schlecht oder sagen so, schlecht bemalt sind sowieso nie, weil da malen schon Leute, ja, die Ahnung haben. Aber manchmal fragt man sich so, irgendwas stimmt da nicht, das Gesicht schaut komisch aus. Ja, es muss ich auch sagen, es gibt auch manchmal Figuren, wo es echt schwierig ist, dass ein Gesicht gut aussieht, ne? Tyrion, ich schau dich an. Ja, aber zum Beispiel der Legolas aus der Drei-Jäger-Box ist jetzt eigentlich kein schlechtes Modell. Ja. Aber der Paintjob war halt grottig. Ja, was heißt grottig? Ja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Gehen wir zum Chef, den Altrak. Den Kriegsherrn von Khan Doom. Genau. Also sagen wir es mal so. Wer den Hauptmann von Dunland? Dunland fände ich sehr cool aus. Den kaufe ich aber nicht ab, dass er ein Kriegsherr ist aus dem Norden. Immer noch das Oberkörperfrei nervt mich. Aber von Dunland würde ich sagen, passt der rein. Und da finde ich das eigentlich auch ganz cool, die Pose. Mir gefällt er grundsätzlich sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass er sich sehr wenig vom Truppentyp abhebt. Weil jetzt sagen wir, es gibt jetzt insgesamt aus diesem, ich sage jetzt mal, aus diesem Khan-Doom-Haufen, hast du jetzt 4 neue Profile. Und außer den Magier wird es sehr schwierig sein, da jemanden rauszuerkennen. Vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoll gewesen, bei den normalen Truppen eben keine Hörner auf die Helme zu machen. Ja, oder ihm eine vernünftige Rüstung zu geben. Irgendwie sowas, ja. Ich verstehe, was du meinst, ja. Oder zum Beispiel zu sagen, dass er so in Trüdern zum Beispiel, der ist jetzt auch von der Rüstung her nicht wahnsinnig auffällig, aber allein dadurch, dass er eine andere Bewaffnung hat, nämlich die große Zweihandaxt, und dass er einen Wolfspelz über den Kopf trägt, sticht daraus. Ja. Und sowas hätten sie durchwegs bei ihm auch machen können, dann ist halt er der einzige von den Typen, der auf einmal ein zweihändiges Breitschwert führt oder keine Ahnung. Aber da hätte ich mir eben ein bisschen Varianz zu den normalen Kriegern gewünscht. Find aber das Modell an sich wunderschön. Ich möchte das wirklich nicht kritisieren. Ich finde das stimmig. Cool fände ich es, wenn er tatsächlich ein bisschen größer wäre. Wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie groß er auf dem Feld ist, aber wenn er was hat, wenn er sagen würde, okay, der ist besonders, das ist irgendwie ein Hühner, der ist, keine Ahnung, 2,10 Meter groß oder sonst irgendwas und hat damit deswegen Stärke 5 oder sonst was, da würde ich ihm vom Style, wird passen irgendwie. Auf die Stärke 5 würde ich mich fast wetten trauen. Und ich muss sagen, sagen wir mal, wenn der restliche Truppentyp gescheit warm angezogen wäre, könnte ich es dann auch bei dem akzeptieren, wenn man dann sagen würde, keine Ahnung, weil der kann ja in diesen Blutrausch fallen, dass man sagt, das ist bei dem üblich oder sonst irgendwie, keine Ahnung. Aber der Mann darf echt nicht mehr als Verteidigung 4 haben. Der hat ein Schild, aber der hat keine Rüstung. Ja, ich gebe dir recht, aber er wird dann trotzdem, wenn es der Gorulf anschaust, der hat auch V5. Ja. Und der ist auch oberkörperfrei und
Ja, okay, bei dem erklären sie es mit dem Thema Eisenhaut, weil er so widerstandsfähig ist und so. Aber ich glaube nicht, dass der unter V5 hat, wenn er ein Schild trägt. Ja. Weil du musst rechnen, er hat als Held schon V3. V4, Entschuldigung, er hat als Held V4, weil der normale Mensch hat V3. Und dann hat er ein Schild, das heißt, er kommt fix auf V5. Ohne Ja, Rüstung also, sogar. was ich halt auch merke, ist, dass mir diese Fähigkeit von ihm, also die haut mich jetzt echt nicht vom Hocker. Ich meine, er kann einen freien heroischen Kampf ansagen, wenn er in der Vorrunde einen gekillt hat. Ja, Es ist aber jeder. zumindest einmal wieder was anderes. Das stimmt. Aber das wird jetzt keine Fähigkeit sein, wo man sagt, dafür hole ich ihn. Jein, weil ich glaube, dass der zum Beispiel sehr. Also, wenn der drei Attacken hat, dann ist der in einer Phalanx mit einem Schatten von Angmar, wenn der das Angmar-Keyword kriegt, echt geil. Weil du musst halt bedenken, jetzt kriegt der Gegner minus 1, jetzt kannst du dann immer wieder gratis Nahkämpfe machen, du kannst ihn nicht einfach tot füttern. Wenn der dann auch noch K5 hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, kann der ein sehr solider Kämpfer in der Angmar-Schlachtreihe sein. Was Angmar jetzt aktuell für die normale Schlachtreihe nicht hat. Ja, also warten wir es mal ab, wie er ist. Ich finde es halt, also ich muss sagen, ich finde es halt jetzt echt ein bisschen schade. Diese Erweiterung kommt raus und diese Profile. Ich meine, wir werden die mal besprechen. Also wir werden auf jeden Fall eine Folge dazu machen. Aber das ist halt nämlich auch ein Punkt. Da habe ich nämlich mit dem Sven die Tage mich auch unterhalten. Wir müssen echt mal gucken und da müssen wir vielleicht mal wirklich einen Aufruf machen an all unsere Zuhörenden. Was soll man das restliche Jahr über an Themen behandeln? Weil der Punkt ist, wir haben zwar jetzt noch nicht die Szenarien besprochen, oder ich wollte auch mal eigentlich mal schon seit längerem eine Folge machen, wo wir wirklich mal die Nazgul besprechen und ihre Zauber und mal die einzelnen namhaften Nazgul und so weiter. Aber das ist ja irgendwie jetzt alles dann so ein bisschen witzlos, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, irgendwie im September die Nazgul besprechen und klar ist, in 3 Monaten sind diese Profile sowieso nicht mehr vorhanden. Das denke ich mir aktuell eben bei jedem Content, den ich mache. Ich habe zum Beispiel auch, ich wollte eigentlich mit Herbst ein Taktikvideos zu den Szenarien machen, gemeinsam mit dem Felix. Haben wir auch schon angefangen zum Ausarbeiten, dass wir uns das wirklich mal genau anschauen. Das werden wir jetzt auf Eis legen. Weil die sind so viel Arbeit, dass wir gesagt haben, da arbeitet man das Ganze lieber aus, wenn man sicher ist, ob das noch funktioniert, bevor wir es jetzt machen und in 3 Monaten können wir es neu machen. Ja, also, ja, das ist halt nämlich, da müssen wir einfach mal gucken, weil ich meine, versteht mich nicht falsch, auf lange Sicht ist das ja mega. Das heißt, wir wissen jetzt mit der neuen Edition, und das ist das, was mich am meisten freut, dass auf die nächsten 3, 4 Jahre hinaus mindestens mal, oder wahrscheinlich eher auf 10 Jahre hinaus, das Hobby dann erstmal gesichert ist. Und Genau. das finde ich super, weil das ist für mich ein wichtiger Teil, muss ich sagen. Ich verwende sehr viel Zeit in dieses Hobby mit Freunden und so weiter. Und das macht wirklich Spaß. Und das Miniaturenbau macht Spaß, das Geländebau macht Spaß, auf Turniere gehen, mit Freunden über Profile oder sonstige Sachen reden. Das sind schöne Dinge. Und das ist toll. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja auch letztes Mal das Gespräch gehabt, wo wir gesagt haben, boah, jetzt haben wir mal lange, irgendwann haben wir wirklich mal alles besprochen. Ne? Mal Ja. alle Profile haben wir mal gemacht, alle Truppentypen, wir haben eine Folge über die Kampfkraft gemacht, über die Sonderregeln, über die Magie und so weiter und so fort. Und so langsam gehen uns die Themen auch mal so ein bisschen aus. Und dann kam jetzt GW damit. Also deswegen, das ist eigentlich ein Segen für uns. Und ich freue mich auch total darauf, mit dir, Michi, und mit euch allen diese neue Edition auch zu erkunden. Freue ich mich wirklich drauf. Aber da, wenn ihr mal so klein, was würdet ihr denn noch euch so wünschen an Themen? Worüber können wir reden, ohne direkt wieder redundant zu sein? Ja. Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, über ein Thema zu reden, was dann direkt wieder redundant ist, muss ich sagen. Aber es muss halt schon jemanden interessieren. Ne? Also dementsprechend mal schauen. Nur so als kleines Zwischending, wollen wir mal rübergehen zu Frecht. Frei, frech, fra, frecht, frecht. Der Frecht. Der Der freche Frechdachs. Kerl. Der Frechdachs.
Ich habe schon gehört, der soll ziemlich kopiert sein von irgendeinem Warhammer-Modell, ne? Ach so. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das so ein, zwei am Rande mal mitbekommen. Also der muss von der Pose, muss der ziemlich. Ich weiß, dass er sehr kopiert ist von einem Warcraft-Modell. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich finde den cool vom Style. Ich mag den. Das ist tatsächlich der einzige von diesen ganzen Khan-Doom-Leuten, wo ich sage, den finde ich cool. Erstens, er hat volle Kleidung, passt irgendwie zum Style. Ich finde, das mit diesen Rabenfedern hat was, dass man auch das Gesicht nicht so richtig sehen kann, finde ich cool. Ich finde den eigentlich ganz in Ordnung. Also den mag ich. Er schaut nämlich extrem aus wie der Prophet bei Warcraft 3. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Nee. Da gibt es nämlich so einen, der sich in einen Raben verwandeln kann und der schaut ganz genau so aus. Das habe ich sehr lustig gefunden, dass das sehr in die Richtung geht und dass sie dann halt auch noch die Rabenoptik sich gewählt haben. Aber ich finde es ein sehr schönes Modell. Er hat halt dieses bisschen Wikinger. Diesen Wikinger-Seher-Stil, der auch oft bei Vikings vorkommen ist. Ja. Ich bin gespannt, was er für eine Buff-Aura kriegt. Ja, also so wie es ist, für mich hört sich das so an, dass er ist kein richtiger Schamane. Ich gehe eher von aus, dass das so eine Art, sagen wir, Waldelmwächter auf Steroide sein wird. Okay. Ja, praktisch auch jemand, der einmal pro Zug irgendeine Fähigkeit verwenden kann. Na, also irgendwelche Incantations, wie sie ja hier sagen, also irgendwelche Chants sind ja so Gesänge, ne? Und dass die halt eben entweder die Stärke oder die Bewegung oder die Verteidigung, dass er irgendwas ansagen kann, was praktisch seinen Leuten was bringt. Dass er irgendeinen Buff dann variieren kann pro Runde. Was ich cool fände, weil das nämlich mal was anderes wäre. Ja, ich hätte ihn jetzt sogar Richtung, vielleicht, also nicht, dass er das Gleiche kann, aber Richtung Malbeth gesehen. Dass er vielleicht eben sowas wie eine Aura gibt, die ihn in dem Fall bufft. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das entweder zum Beispiel ist, ja, Kampfrausch wäre jetzt Fahrt, aber zum Beispiel im Umkreis von ihm dürfen es Einser wiederholen. Oder kriegen einen Sechser Retter oder kriegen können nicht vom Beschussattack werden von Beschuss schwerer getroffen oder sowas. Ja, also dementsprechend da, bei dem bin ich tatsächlich gespannt, was der kann. Aber den wirst du wahrscheinlich nur in Kombination mit dem Altrag bekommen. Wobei da finde ich, der finde ich geht auch eher vom Style. Wenn ich passende Truppen habe, irgendwoher, die dazu passen, dann muss ich mal schauen, was so Medbury und so weiter zu machen. Ich habe mir schon gedacht, ich werde mir da jetzt einen Spaß draus machen, weil ich brauche etwas, das mich motiviert. Und zwar, dass ich mir selbst Menschen aus Khandoom aus Resten umbaue. Das heißt, ich werde mir einige Uruk-Modelle schnappen, einige Ork-Modelle und so. Und hier ein bisschen mit Fellen und sowas Richtung Khandoom arbeiten. Und dann mit zum Beispiel Frostgrave-Köpfen. Da gibt es ja einige, die optisch so barbarenmäßig mit Hörnern drauf. Ich weiß, es sind dann wieder Hörner, aber damit ich halt den Wiedererkennungswert habe und so dann in die Richtung der Menschen von Khandoum gehen. Ja, Ich habe also auch einen da ich bin. alternativen Raskusch, den ich da umbauen will. Okay, cool. Aber wenn ich das Ratzkusch-Modell tatsächlich eigentlich, also das finde ich sehr cool. Es hat auch Spaß gemacht zu bemalen. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Highlight für mich. Also wirklich die Khandoum-Leute, eingeschränkt für mich was. Aber was ich cool finde, ist der Schatten von Roaldahl. Auch zugegeben, es ist jetzt nicht die ausgefeilste Pose überhaupt. Der ist einfach nur ein etwas größerer, massigerer Grab und Hold. Ein Aber halt eben. aufsteigender Grab und Holz in die Richtung, also aufsteigend im Sinne von eine aufsteigende Pose. Ja, aber es sieht cool aus. Also ich Mir meine, gefällt das die sehr Grab und gut. Holder an sich gefallen mir sowieso. Und den gibt es im Set, soweit ich das mitbekommen habe, mit dem Ork-Hauptmann. Ja, genau, mit dem Nashtrak oder Naztak. Ja, und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Also die sind safe für mich, weil ich sagen muss, den finde ich cool. Ich finde auch den Ork toll. Und das ist endlich mal ein Zweier-Set, wo keine Niete dabei ist. Ne? Nicht wie bei hier mit Gothmog's Enforcer oder
hier den mit Denethor und Irolas, wo du den Denethor eigentlich nicht mehr brauchst. Ja, wobei das Modell tatsächlich ganz cool war. Aber du hast ja oft genug gehabt bei den hier oder Goroth. Goroth und Zaktusch, wo du Zaktusch eigentlich nicht brauchst, du willst Goroth haben, aber okay. Ja, wobei da gehen die Meinungen auseinander, weil wenn man zum Beispiel einen Björn König nimmt, der spielt deutlich öfter in anderen als Goroth. Ja gut, wenn man halt, das ist eben der Punkt, wenn man eben Morannon Orc Spam spielen will, dann ist natürlich Zaktusch eine sinnvolle Sache. Ich mag das aber halt einfach nicht. Ich will keine Masse spielen. Wenn ich 8 Netpunkte habe, will ich fette Helden spielen. Keine Niete für dich, sagen wir so. Ja, ich habe ihn trotzdem und ich muss sagen, ich finde es auch gut, den zu haben, weil ich bin bei sowas ein Completionist. Na, wenn ich jetzt Mordor spiele, dann will ich auch alle Sachen in Mordor haben und bemalt haben und dann die Variante auch, die Varianz auch reinbringen und den werde ich auch irgendwann mal spielen. Habe ich noch nicht gemacht, mache ich aber irgendwann mal. Aber bei dem muss ich sagen, den finde ich cool. Und was kann der nochmal? Welcher jetzt? Der Shadow of Hurdal. Weiß man das schon? Ich will es hier nicht auf Englisch vorlesen. Ich will niemanden mit meinem Akzent wirklich die Ohren bluten lassen. Aber schau du dir das mal an, was er kann. Die haben den kleinen Text unten drunter. Was für mich... Herald of Doom heißt es. Ja, Herald of Doom ist schwierig zu definieren. Was also anscheinend kann er irgendwas mit den Schicksalspunkten machen vom Gegner, die vielleicht einfach sozusagen ausschalten, dass es gar keine Schicksals... oder dass er praktisch die Schicksalspunkte der Gegner frisst oder die praktisch in seiner Umgebung 6 Zoll keine Schicksalspunkte einsetzen können. Das wäre eine Möglichkeit. Oder so ähnlich wie der Dwimmer-like, der halt das Doppel, dass du 2 Schicksal brauchst für 1. Oder dass du es nur auf der 5 schaffst vielleicht. Ich kann mir auch vorstellen, das geht auch. Aber erinnerst du dich noch aus der letzten Folge, wo ich gesagt habe, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich einen sozusagen einen Grab und Hold mit Heldentum rausbringe. Ja, ich glaube, das könnte Paralyse. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das der ist. Ja. Ja, da habe ich doch mal was Gutes predicted. Cooles Modell. Für mich eigentlich so mit eins der Highlights. Zusammen mit dem Klau-Org, muss ich sagen. Den diebischen Org. Ich finde ihn sehr cool. Er schaut optisch was gleich. Man kann ihn sich wahrscheinlich sehr schön umbauen. Also im Sinne von, wenn man nicht kaufen will, baut man den Grabon halt um. Ja, also dementsprechend cooles Ding. Und dann gehen wir rüber zum größten Fragezeichen für viele erstmal. Burdur kriegt eine eigene legendäre Legion, wahrscheinlich mit die am kürzest existierende legendäre Legion. Naja, alle aus dem Buch halt. Ja. Und es ist jetzt nicht offiziell confirmed, aber man geht davon aus, dass dieser Burdur, dass der neue Burdur, der kriegt ein neues Modell. Größere Bases kriegt. Eine größere Base, wahrscheinlich eine 50 mm Base. Es könnte auch 60 sein, ich halte 50 mm für realistisch. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen kacke für die Leute, die im Burdur bemalt haben. Das stimmt. Auf der anderen Seite war schon immer ein bisschen, ich meine, Burdur war, also eine Stärke von Burdur war schlicht, dass er eigentlich ein Höhlentroll war mit einer, also und die Base dadurch halt super klein war, das war mega. Den zusammen im Schatten einzusetzen, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Gut, ich meine, ihn jetzt mehr Masse zu geben, ihn größer zu machen, finde ich fair, ist okay, kann man machen. Was ich allerdings nicht fair finde, ist, DW hat so viele Modelle, die sie nicht produzieren, weil sie sagen, es lohnt sich nicht, größere Produktionskapazitäten aufzubauen und so weiter und so fort. Warte bis zum nächsten Made-to-Order. Wer war bis jetzt immer noch zu kaufen? Richtig, Burdur, das alte Modell. Wenn ich weiß, dass ich demnächst ziemlich sicher eine neue Edition mit einem neuen Burdur rausbringe, nicht neue Edition, neue Erweiterung, ey, dann lasse ich den alten Burdur doch vorher auslaufen. Ja. Das hat ihn keiner gekauft. Richtig. Weil wir wollten zum Beispiel als ersten Preis für die Rheinische Meisterschaft einen bemalten Burdur nehmen. Eine Burdur, den wir bemalen lassen und dann sozusagen als ersten Preis nehmen, weil das ein cooles Modell ist, das kann man echt cool damit machen.
Und dann sind wir kurz vor knapp, haben wir gesagt, oh Moment, da kommt ein neuer Burdo. Und der sieht aus, als ob er eine andere Base hat. Ja. Und das finde ich dann schon, also ich weiß nicht mal, ob böse Absichten dahinter stehen, nach dem Motto, oh, jetzt noch möglichst viel Gewinn aus dem Alten rausziehen, dann können wir es doppelt verkaufen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Doofheit. Ich glaube nicht einmal das. Ich glaube, es war ihnen einfach wurscht. Ich glaube, es ist einfach nur Egalheit. Ja gut, was noch schlimmer ist. Doofheit wäre wenigstens moralisch nicht ganz so schlimm. Ja. Aber das finde ich einfach nicht cool, weil ja, das ist genau das gleiche wie damals mit dem Baumbart. Wo ich mir dann auch, wo die das Modell, wo die das Buch rausgebracht haben, dann kam ewig lang nichts und ich mir dachte so, ja okay, dann werden sie wahrscheinlich für die neuen Ends keine neuen Modelle rausbringen. Hab mir dann selbst Sachen zusammengebaut, hab den alten Baumbart mir geholt, echt im Schweiße meines Angesichts dieses scheiß Zinnmodell umgebaut und dann hauen sie halt einfach neue Endmodelle raus. Komplett Bad ohne, ist, dass man's... Ja, und das hat mich damals so geärgert, weil ich hätte diesen neuen Baumbart gerne bemalt, aber ich bemal nicht zwei Baumbarts. Ich habe den alten jetzt bemalt. Ja. Und das neue Modell ist cool, aber das finde ich halt, weiß ich nicht, mag ich nicht so. Okay, dann, also ich bin mal gespannt, wie diese legendäre Legion mit Buldor ist. Ich finde es cool, die Grundidee, muss ich sagen. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie ihn so featuren, aber war denn nicht eigentlich offiziell von der GW-Lore derjenige, der Arathorn erschlagen hat, also genau. Der eigentlich in einem ganz anderen Zeitsetting stattfindet, wo Angmar schon längst untergegangen ist. Ja, wobei Budur ja auch nicht laut der Lore in Angmar an sich verortet ist, sondern eigentlich ja nicht mit dem Hexenkönig zeitgleich rumläuft. Ja. Sondern der hat halt die Modelle aus Angmar und kommt aus diesem Gebiet, deswegen ist er dort, aber eigentlich ein anderer Zeitstrang ist. Ähnlich wie es jetzt hast, zum Beispiel ein Gil-galad und ein und Eladan Elrohir zum Beispiel. Ja. Oder Helm Hammerhand und Theoden. Vielleicht ein schöneres Beispiel. Deswegen, ich hätte... Also, ja, ich... Burdo vom Style, okay. Aber warum nicht halt einfach einen Vorfahre von Burdo nehmen? Zack, fertig. Selbst ausdenken. Dann hättest du zwei Modelle plötzlich. Zwei Profile. Aber Burdo später... Vielleicht wollten sie nicht zwei namhafte Trolle haben. Warum? So, nein, du kannst sie ja nicht zusammenspielen. Wenn du sagst, okay, die sind verschiedene Zeitalter, zack, fertig. Ja, wer weiß. Also, die böse Seite freut sich doch immer über einen neuen namhaften Helden. Jede Fraktion freut sich fast über einen neuen namhaften Helden. Ja, aber wenn du dir mal anschaust, wie viele namhafte Helden die gute Seite hat, im Vergleich, wie viele namhafte Helden die böse Seite hat, warum nicht? Also das, okay, es kommt immer drauf an, ja. Ich glaube aber auch, dass das ganz stark deswegen gemacht haben, weil ja der ursprüngliche Budur anhand dessen, was es gegeben hat, eingeschränkt war, weil der sollte ja eigentlich nie ein Höhlentroll sein. Dass sie die Chance genutzt haben, ihn damit richtig zu stellen. Ja, also ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass er ein neues Profil dann bekommt, wahrscheinlich mit der neuen Edition, oder? Ja, mit der neuen Edition gehe ich davon aus, dass jeder ein neues Profil kriegt. Nein, nicht neue Edition. Diese Begrifflichkeiten, ich meine mit der neuen Erweiterung. Ja, ich bin gespannt, inwiefern wirklich. Ah, übrigens, du kannst theoretisch, wenn das müssen wir auch für unser Turnier nochmal ein bisschen spezifizieren, es heißt ja immer, sollst das Modell spielen mit der mitgelieferten Base. Ja. Das heißt, du kannst den alten Burdo noch schön spielen. Also ja, sie das müssen ist die Frage, eigentlich ob sie das abgedatet haben. Ey, von den Regeln her müssten sie es dann erratieren. Ansonsten kannst du offiziell, wenn man Regelfickerei betreiben will, den alten immer noch spielen, weil er eine kleinere Base hat. Aber das ist die mitgelieferte Base. Ja, da ist die Frage, ob es dann eben, ob das dann das gleiche Profil ist. Dann müssten sie, keine Ahnung, Burdur krasser Dude haben und dann einmal nur Burdur. Also naja, es sind schon zwei unterschiedliche Namen. Burdur und Hiltroll Chieftain, Weil ich glaube, im Angmar-Armeebuch heißt er noch Höhlentroll Chieftain. Oder heißt er da auch schon Hiltroll? Nee, da heißt er Chieftain. Naja, dann gibt's noch die Hügeltrolle. Die finde ich cool. Die haben was für sich.
Die finde ich an sich auch cool. Mir gefallen so der Optik sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich sehr schade finde, ist, dass sie ja eigentlich, dass sie den Höhlentrollen sehr ähnlich schauen. Ja, sie hätte. Ah, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das kann aber auch einfach an der Bemalung liegen, weil die halt sehr grau sind. Du hättest sie wahrscheinlich lieber gerne mehr Richtung Bill Baird und William gehabt. Ja, genau, so eher wie weil das sind ja eigentlich auch Steintrolle. Also genau. Ja. Das kann ich verstehen. Aber ich glaube, da kannst du bei der Bemalung nochmal viel machen. Aber ich mag den Look, weil sie halt schlicht einfach wie Banditen aussehen. Ein bisschen mehr Varianz zwischen den beiden hätte ich noch ganz cool gefunden. Also, aber grundsätzlich finde ich sie eigentlich ganz cool. Schön fände ich, also das wäre fantastisch, wenn die als Plastikbausatz rauskämen. Genau. Das würde ich so hart finden. Die würde ich mir auch am ehesten von allen Sachen als Plastikding wünschen. Da hätte ich so Bock drauf. Und also die hole ich mir sowieso safe, weil ich finde, Trolle zu bemalen, selbst wenn ich sie am Ende des Tages nicht einsetze, vor allem umzubauen oder zu bauen und zu bemalen, ist mit das Geilste, was es gibt. Es macht so Spaß, weil du kannst alles ranklatschen. Weil es einfach so schön große Modelle sind. Ja, du kannst einfach alles ranklatschen, was du willst. Du hast eine coole Base, mit der du gestalten kannst. Also das sind Modelle, da kannst du richtig viel schön Zeit rein investieren. Habe ich Bock drauf und ich hoffe, dass mit der neuen Edition, da gehe ich fest von aus, Trolle deutlich besser werden. Ich würde mir ja eigentlich wünschen, dass Trolle der Way to go für böse Monster werden. Das wäre für mich ja eigentlich auch der logische Ansatz. Definitiv, man stellt sich das mal vor. Ich finde es eins der krassesten Momente, für mich persönlich, im dritten Herr der Ringe-Film. Diese Situation, wo Grond das Tor kaputt macht und dann einfach diese fetten Trolle da reinkommen. Weißt du, du hast einfach so 8 oder 12 Trolle, die dann einfach als Speerspitze der Armee in dieses Tor nach Minas Tirith reinmarschieren. Und ich habe mir da als Kind immer vorgestellt, dachte mir so, Alter, wenn du da Soldat von Gondor gewesen wärst, scheiß drauf, was der alte Mann auf dem Pferd sagt. Ey, ich wäre sowas von gelaufen. Ey, wie krass das ist, weißt du, wenn du so einen fetten Troll hast, der auf dich zurennt, der halt einfach irgendwie 4,5 Meter hoch ist oder so und einfach mit so einer Masse auf dich zurennt, schwer gepanzert. Also, das ist wirklich was, wo ich sage, wo die aktuelle Edition leider dem gar nicht gerecht wird. Überhaupt nicht. Und das ist so schade. Aber bei mehreren Sachen, weil zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel der Höhlentroll in Moria, der war eigentlich, da haben sich alle Gefährten gemeinsam anstrengen müssen, den Kleinen zu kriegen. Und im Spiel würde ein Boromir den in einer Runde weghauen. Oder allgemein, schau da einfach mal die Sachen an, wie die Trolle im Film Belagerungstürme schieben und sowas. Das sind ja nicht einfach irgendwie stumpfe Dinger, sondern das sind Monstrositäten. Ja, also definitiv. Also cool. Ich hoffe, dass die Trolle da weiterbringen und ich muss sagen, vom Design her sind die echt schön geworden. Und weil wir gerade vom Design sprechen, also die sollen ja auch intelligent werden. Also das wird ja dann mit der neuen Edition auch kommen. In Intelligenz Aspekt. Ja, also ein paar Dinge haben die ja schon besprochen, da können wir ja darauf schon mal ein bisschen eingehen. Es soll ein weiterer Wert reingehen, weil bei ganz vielen Dingen haben sie gesagt, wird der Mutwert benutzt, was mehr schlecht als recht von der Logik her eigentlich ist. Also ob du, die haben das Beispiel genau, ob du den Ringträger entdeckst oder so weiter. Da wird dann geguckt, wie es mit dem Mut passiert oder auch zum Beispiel der Test von Denethor. Ja, das hat irgendwie ein bisschen, das passt eher, finde ich, noch der Mutwert, aber in einigen Dingen wird der Mutwert halt einfach als Ersatz für so eine Art Intelligenztest oder so benutzt oder das wollen sie halt einfach verändern und ich kann mir da vorstellen, dass das dann auch hier schon ein bisschen Foreshadowing eigentlich ist bei den Trollen. Das und ich glaube halt einerseits, dass dieser Intelligenzwert wird, glaube ich, auch was mit Magie zu tun kriegen, nämlich wie Helden auf Magie reagieren. Könnte ich mir vorstellen, oder Einheiten, dass das in die Richtung geht. Und das würde natürlich da auch wieder gut passen, dass die Trolle da halt ein bisschen resistenter sind. Und was ich halt auch cool finde, es gibt sehr viele neue Aspekte für Szenarien mit diesem Intelligenzwert, um jetzt da drauf zu bleiben.
weil du eben nicht über den Moodwert spielen musst, den du manipulieren kannst, sondern halt auch teilweise sowas sagen kannst wie finde das Ding, du, wenn du das suchst, du musst intelligent sein, um das zu suchen und nicht mutig. Ich bin mal, da bin ich tatsächlich gespannt. Aber gehen wir zur letzten Einheit für heute. Die Werwölfe. Genau, ja, finde ich mega gut. Vor allem sehr gut. Mir gefällt es, dass sie nicht ausschauen wie Werwölfe. Ich weiß, das ist Geschmackssache, also diese, dass sie nicht ausschauen wie die klassischen. Wie sage ich es am besten? Klischee-Werwölfe. Ja. Sondern eben eher diesen großen Waag-Aspekt haben. Ja, also ich finde, die sind halt einfach halt einfach wie fette Waage. Schön muss man sie jetzt nicht finden. Ich finde sie okay. Mir gefallen sie wirklich gut. Also ich habe meinen großen Spaß dran. Ja. Ich glaube, ja, die sind okay. Also ich kann mit dem vollkommen leben. Von denen erwarte ich nicht, dass sie schön aussehen. Es sind halt, mein Gott, es sind halt Waage. Ich bin sehr froh, eben, dass sich Geweda, bis sie dran kann, die Lore, die sie halt reingeschrieben haben, ist eigentlich ein Blödsinn. Das hat mich wieder ein bisschen geärgert. Warum? Naja, sie haben reingeschrieben, dass das Shapeshifter sind, die aber ihre Fähigkeit verloren haben, sich zu verwandeln. Und dass sie sich halt in der Zeit von Sauron halt deswegen nur mehr in dieser Form stattfinden. Und in Mittelerde hat ein Werwolf sich in seinem Leben noch nie verwandelt. Das war auch kein Mensch vorher, sondern das ist ein Geist, also Richtung, könnte man fast schon sagen, Maya. Ich weiß, es sind nicht zwingend Maya oder sonst irgendwas, aber halt eben starke Geistwesen, die in den Körper eines Wolfes gesperrt wurden. Da ist nichts mit Shapeshifting. Ja, das ist, ja, also manchmal ist es, ich glaube, das ist das Gleiche, was sie auch damals bei den Halbtrollen hatten, das ist ein bisschen Bullshit, was da drin ist, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja schön, ich hab mitgerechnet, dass sie kommen, ich meine, das ist so eine Einheit, die seit Ewigkeiten eigentlich schon angekündigt ist, ich meine, die war hier bei Legion von Mittelerde, habe ich das erste Mal da gehört, dass es die gibt und dachte mir damals schon so, ui, krass, cool, hab dann ewig drauf gewartet, weil ich mir dachte, die müssten auf jeden Fall noch kommen. Und jetzt kommen sie. Was mich ein bisschen stört, ist schlicht, die sehen ziemlich ähnlich aus, die beiden Posen. Das stimmt. Und das ist, finde ich, so, weiß ich, irgendwie ein Typ will nichts machen, der so, irgendwie keiner, der so auf den zwei Beinen steht und irgendwie den Mond anheult oder sonst was. Du kannst da so coole Sachen machen. Und dafür, wie sie es jetzt gemacht haben, finde ich ein bisschen lame. Ja, unterschreibe ich dir. Vor allem, was halt dann nochmal reinspielt, da kannst sicher noch mal viel damit machen, ist einfach schon mal die Tatsache, dass du ihnen theoretisch unterschiedliche Farben geben könntest. Ja, also man wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen von der Bemalung, wie du sagst. Also was glaubst du? Wird das wahrscheinlich so eine 30-Punkte-Einheit oder sollen das Helden werden? Ich hätte das eher fast Richtung Monster gesehen. Ich hätte gedacht, das wird wahrscheinlich so eine 25-30-Punkte-Pseudo-Kavallerie-Einheit. Kann es auch sein. Ich glaube jetzt rein von der Größe, wie sie ausschauen. Ich kann mich vollkommen irren. Aber für mich schauen die fast nach einer 60mm Base aus. Oh, warte mal. Das habe ich jetzt noch gar nicht... Oh, ja. Das. 60... Oh, das weiß ich nicht. Das kann auch sein, dass das eine... Ich bin jetzt irgendwie die ganze Zeit davon aus, dass es eine Cavalry-Base ist, aber stimmt, für eine Cavalry-Base, die müsste, dafür ist es größer als eine Cavalry-Base. Ich finde, man merkt sehr gut an dieser Ruine, dass das größer sein muss und auf einer 40mm Base wären die sehr, sehr klein, die wären kleiner als ein Waag fast. Vielleicht ist es auch eine 50mm Base. Es könnte eine 50er sein, aber ich glaube halt fast, dass es eher vielleicht Richtung eines Ogers geht. Vielleicht nicht unbedingt Held oder so, aber so ein Mini-Monster könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
Ich hätte es halt geil gefunden, wenn das so eine Art Kavallerie-Ding wäre. Weißt du, was so 20 Punkte, 25 Punkte, was Modelle niederwerfen kann und dementsprechend da gut einig reinpasst. Warum auch nicht, ne? Ja, spricht ja an sich nichts dagegen. Ja, aber okay. Also ich muss sagen, insgesamt bin ich von den Modellen wirklich, ich will nicht sagen begeistert, aber ich bin zufrieden. Na, also ich mag zwar wirklich bei weitem nicht alles, aber ich finde es cool, wie sie es machen. Ich finde es sehr schade, dass es so spät kommt und nicht jetzt, aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, da würde mir das Mittelerde-Team von GW zustimmen. Weil ich finde, das wäre auf jeden Fall eine würdige Erweiterung. 1-2 Modelle mehr, muss ich sagen, vor allem für die Anor-Seite, weil ich finde, das Thema gibt mehr her, als es jetzt bisher hier aufgezeigt wird. Ja, da gebe ich mir. Wenn ich mir überlege, dass wahrscheinlich jetzt danach erstmal lange Zeit nichts aus Anor, Angmar aus der Region kommen wird, finde ich dann schon wieder schade. Aber ja, mein Gott, dann ist das so. Sagen wir es mal so, es hätte auch sein können, dass es eine Erweiterung wird wie der Nekromant oder sowas, wo du 3-4 neue Profile drin hast. Es wäre auch sehr schade gewesen, aber es hätte natürlich passieren können. Entsprechend finde ich das jetzt gar nicht. Ich muss einfach wirklich sagen, ich bin mit dieser Erweiterung von dem, was an Menge kommt, sehr zufrieden. Ich finde, es wirkt halt, es ist kleiner als Krieg im Norden. Oder Verteidigung des Nordens. Whatever. Ne? Was die Profilanzahl angeht. Ja, es ist definitiv kleiner, allein deswegen, weil es auch weniger Fraktionen abdeckt. Weil, wenn man sich Krieg im Norden anschaut, das waren schon verdammt viele Fraktionen, die da eigentlich was Neues gekriegt haben. Ja, aber dementsprechend, ich bin mal wirklich gespannt, wenn die rauskommt, werden wir auf jeden Fall eine Folge zu machen, ne? Ja, wenn wir uns entschieden haben, jeder weiß, ob wir das Buch kaufen und so, wird sich das weisen. Ja, ne? Also das wird schon klappen. Und wenn ich mir einfach nur mal von jemandem das Buch ausleihe, um mal die Profile zu lesen. Ne? Also, dementsprechend würde ich sagen, uns eins noch was fehlt uns noch, aber das weißt du. Welches? Haben wir Aranath besprochen? Ja, nur kurz, der kann halt zweimal schießen und ist Chef von den Dunedain. Also, ich muss sagen, der Typ, den fand ich so insoweit super enttäuschend, weil ich halt sagen muss, das ist halt das. Du kannst halt die Dunedain, die kannst du mit Aranath spielen, mit Arathorn oder mit Aragorn. Das ist halt im Endeffekt drei Zeitlinien, wo du diese Armee spielen kannst. Und die wirst du wahrscheinlich nicht wirklich, die wird sich in ihrer Variante nicht groß verändern. Ob du jetzt Arathorn drin hast oder Aranath, wird wahrscheinlich am Ende des Tages keinen großen Unterschied an deinem Spielerlebnis ausmachen. Und es wäre sehr cool, wenn der irgendwie das Profil an sich ändern wird. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Das, was soll das für eine große Varianz reinbringen? Ja, wow, er kann einmal mehr schießen. Also, die Armeeliste selbst, die ist ja eigentlich ein No-Brainer zu bauen. Nicht zu spielen, das sage ich nicht, aber das wird jetzt keine große Varianz in dieser. Deswegen, ich finde den einen. Der ist nice to have, aber wenn ich mir überlege, anstelle von dem könnten wahrscheinlich noch ein paar andere Modelle besser eher mal da sein. Weiß ich nicht. Eine coole Belagerung, so eine kleine Belagerungsmaschine für Anor. Wie geil wäre das denn? Ja, ich brauche gar keine. Ja, ich fände es mega. Ich fände es mega. Weißt du, irgendwie irgendwas Lustiges, irgendwie so, nicht mal eine große Belagerungsmaschine, oder von mir aus auch eine große Belagerungsmaschine, irgendwas in die Richtung, was so ein bisschen technischer ist oder so bei Anor. Fände ich cool. Das ist doch eigentlich so eine Hochkultur. Warum haben die dann einfach nur so Billo-Waldläufer als Bogenschütze? Also, weiß ich nicht. Das gut, Aranath kann man machen. Ich werde den mir wahrscheinlich auch holen, weil ich habe halt die Dunedain. Dann kann ich den dazu packen und gut ist, aber ansonsten. Ich finde, ja. Was man sagen muss, was ich sehr positiv an ihm sagen muss, die Studiobemalung ist top. Das stimmt, man merkt einfach, wie sie letztendlich den Bezug zu Isildur reinmachen wollen, farblich. Das und trotzdem das Anor wieder ein bisschen noch aufgreifen. Also, das ist nicht ein reines. Ich finde, der schaut jetzt nicht wie die Dunedain aus, jetzt in der Zeit Aragorn, wo es schon ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, abgefuckt sind. Mhm. Sondern der schaut halt wirklich noch sehr nobel eigentlich für seinen
sehr nobel einfach allgemein aus. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Wäre die Pose nicht schon 50 Mal verwendet worden, würde ich auch sagen, sieht cool aus. So, ja. Es ist halt wirklich genau das gleiche wie bei Aragorn. Jo. Sogar mit diesem Bogen links in der Hand ist halt dieser Umbau, den sie selbst ja auch schon ein paar Mal wo gezeigt haben und so. Naja. Egal. Gehen wir mal weiter, weil ich glaube, mit den Figuren werden wir uns noch in der zukünftigen Folge noch oft genug auseinandersetzen. Genau. Gehen wir mal rüber zu dem, was wir über die neue Edition bereits wissen. Bei unserer Aufnahme, die technisch unvollständig war, hatten wir ja auch so ein bisschen hatten wir so überlegt, was würden wir uns wünschen und so und was könnte da kommen. Zu dem Zeitpunkt war ja noch nichts bekannt, außer es gibt eine neue Edition. Und was ich so bisher gehört habe, muss ich sagen, finde ich positiv. Also Jay hat gesagt, also Jay Clare, Chef vom Mittelerde-Team, sie wollen im Endeffekt das System nicht grundlegend verändern. Und das finde ich gut. Sie wollen es vereinfachen, sie wollen mehr, dass es sich aufs so praktisch, dass es eine größere Nähe nochmal zum den Film hat, aber sie wollen praktisch einfach bestimmte Sachen nochmal mehr strukturieren und besser machen. Und das ist eigentlich das, was ich gut finde. Ja. Was so manche Sachen bedeuten, da lässt sich aktuell noch sehr drüber spekulieren. Vor allem, wenn es jetzt Richtung legendäre Legion, Bündnisliste und so weiter und so fort geht. Genau. Es gibt Leute, die sagen, okay, sie werden die legendäre Legion komplett streichen und auch diese freien Listen, wie wir sie bisher haben, und einen Mix machen. Dass du praktisch jetzt dass du deutlich mehr Armeelisten hast, die sehr viel kleiner sind, aber sehr mehr beschränkt auch sind, mit wem sie verbündet werden können. Das kann ich mir also auch vorstellen. Sagen wir mal zum Beispiel, dass man sagt, Gondor. Da nimmt man zum Beispiel die Verteidiger irgendwie der Weißen Stadt oder sowas. Da hast du dann so Leute wie Berigond, Denethor, Gandalf, Pippin, Irolas, solche Leute drin. Vermutlich aber auch sowas wie Imrahil, Forlong, die Leute, die auch in den Büchern da drin waren. Urin. Und die kannst du dann verbünden mit Eomer, Theoden und so weiter und so fort. Du kannst sie aber halt dann zum Beispiel nicht verbünden, da ist dann Hammer nicht drin. Oder Theoden. Weil du dann vermutlich bei den Rohirrim dann eine Liste hast, nach dem Motto, die Reiter Theodens. Na? Und dass du dann zum Beispiel auch sowas hast, was wir ja schon ein paar Mal hier gefordert hatten, dass man eben Mordor aufsplittet. Dass man halt, was weiß ich, die Leute hat, die Minas Tirith belagern, dann hast du die Leute, die oben im Norden sind und da irgendwie den einsamen Berg belagern, oder dass du Kirit Ungol hast, na, dass du jetzt nicht Shakrat einfach daneben kannst, dass der irgendwie dass der zusammen mit Gothmog in der Armee ist. Ja, das bei Shagat könnte es beim Schwarzen Tor theoretisch wieder spielen, aber das war es dann auch. Richtig, genau. Und wenn sie das so machen und dann, was weiß ich, bei neuen Figuren, die dann auch in die Armeelisten nachträglich rein erratieren, könnte es gut sein. Man muss aber gucken, dass man es nicht übertreibt. Weil sonst wird es ab einem gewissen Moment zu unübersichtlich. Das ist das, wo ich ein bisschen Angst davor habe. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du sagen kannst, ja, ich möchte Theoden spielen, aber da und da ist das und da und da ist das und da kann da das passieren und da ist das und hier ist nur den Bonus und dort hast du das. Dass es unübersichtlich wird, weil du irgendwann vergisst, was eigentlich das Kernprofil ist. Ja, weil wenn du jetzt sagst, du hast allein für, sagen wir mal, wie viele Armeelisten haben wir aktuell grob? Das wären 40. Ja, wenn du das jetzt, sagen wir mal, mindestens mal verdoppelt, eher mehr mal anderthalb machst, mindestens. Mehr, wenn es allein jetzt mal, rechne allein jetzt mal die legendären Legionen, die wir haben. Und die als zusätzliche Listen zu den bestehenden Fraktionen. Bist bei irgendwas um die 80 Listen. Und da bist du halt wirklich, also wenn ich mir das zum Beispiel hinten mal beim Hobbit anschaue, was du da an Bündnis-Matrix-Ding hast, da hast du allein 2, 4, 6, du hast 25 bei der guten. Ey, du bist gut. Michi, ich weiß ganz genau, warum ich mit dir den Podcast mache. Es sind ungefähr 43 oder 44 Armeelisten, die wir haben.
Boah, das wird, das, also wenn die das wirklich so machen, Alter. Es kann schwierig Okay. werden. Ja, das wird schwierig. Weil Das vor allem, könnte. wenn man sich jetzt Legionen von Mittelerde anschaut, was ja auch in die Richtung gegangen ist, dieses für Ringkrieg die Variante, da hast du ja dann teilweise so Abspaltungen gehabt bei Harad von Abrakan und Kana und sowas. Das wird Erinnerst du dich natürlich. noch an. Wir haben noch mal eine Podcast-Folge zu den Legionen von Mittelerde gemacht. Diesem ganz alten Buch, was es mal gab, mit den verschiedenen Armeelisten und so weiter. Und daran erinnert mich das. Ich kann mir vorstellen, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Ja, genau, das ist Und hier, was ich jetzt gemeint habe mit den Legionen von Mittelerde. weißt du, was mich jetzt gerade schon wieder ankotzt? Gerade in dem Moment, Leute, haben die schon wieder einen neuen Artikel rausgehauen. Ernsthaft? Ja. Ich liebe das aktuell. So. Zeitaktualität praktisch unmöglich. Naja, komm, ey, wir bringen es gerade rein. Ist perfekt, oder? Also ich habe aktuell ein bisschen Zeit. Ich würde es mir ganz kurz mal durchlesen, ja? Also Leute, ihr seid live dabei. Das hatten wir auch noch nicht gehabt. Eine Sache habe ich schon gelesen. Hau raus. Da eine legendäre Legion, das Wolfpack auf Angmar. Das habe ich Oh. im Discord habe ich das kurz gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte, in die Richtung, dass du nämlich sagst, du spielst Grimwarg, Werwölfe und Waage. Passt super. Ja, hier ist anscheinend also auch die vom Bruchtal, die Elben kommen drin vor. Ja, Glorfindel genau. sehe ich. Es ist auch schon es gibt auf jeden Fall eine legendäre Legion mit Eon und Glorfindel. Ey, ich finde es gerade super, dass ich ernsthaft dieses Jahr noch Waage bemalt hatte und Waagreiter und auch den Waag von Gosmog magnetisiert habe, sodass man ihn theoretisch auch als Grimwarg spielen kann. So habe ich zwei Grimwarge. Ja, voll. Und da steht noch was dabei, was sehr interessant ist. Hau raus! In der legendären Legion von Nur und Glorfindel ist es scheinbar so, dass du niemals den Mutwert von Nur ändern kannst und dass es einen extra Bonus für Gondor-Kavallerie gibt. Ich meine, ich hab halt irgendwie 10 oder 12 bemalte Minas Tirith-Ritter Ja, ich habe auch einen ganzen noch rumliegen. Haufen. Die habe ich nie wieder benutzt, weil früher habe ich eine Liste, habe ich früher habe ich Faramir und Gandalf den grauen Beritten mit also All Mounted Gondor gespielt. Das war richtig shitty, aber es hat Spaß gemacht. Aber die habe ich aus der Zeit noch tatsächlich. Und es ist offiziell die Ankündigung, dass damit mit Samstag die Modelle vorbestellbar sein werden. Geil. Ja, ich glaube, ich werde auch welche bestellen. Richtung. Also, wir werden auf jeden Fall, das kann ich jetzt auch schon sagen, die neuen Profile sind auch bei der Rheinischen Meisterschaft legal. Das heißt, wenn ihr Bock habt, kommt zur Rheinischen und da könnt ihr dann das Zeug direkt spielen. Ich denke, wir werden auch eins, zwei Packs holen als Preise. Finde ich cool. Weil, also wir sind auch gerade dabei mit dem Jonathan im Gespräch, dass ich den, also ich müssen gucken, wie das alles klappt mit der Lieferung und so weiter. Und es kann auch sein, dass es am Ende doch nicht klappt. Aber es ist eigentlich geplant, dass wir den Geist und den Ork als ersten Preis bemalen lassen von Das ihm. wäre cool. Dass ich die praktisch kaufe, direkt zu ihm schicke, er bemalt sie für uns und dann haben wir das als ersten Preis und das wäre mega. Weil das ist halt, ne? Das sind coole Modelle und dann auch Und von voll ihm up to bemalt. date. Ja, absolut. Also, das soweit. Ich bin jetzt nur froh, dass es nicht ein komplett neues Update jetzt war. Aber als es eben bei uns in der Gruppe gepostet wurde, dachte ich mir, es ist nicht euer Ernst, ne? So, jetzt hat es mich aber ein bisschen rausgebracht gerade. Wo waren wir gewesen? Wir waren einfach nur bei neue Edition und Bündnismatrix, wie viel das Ah, werden könnte. ja. Also, die sagen ja, dass man das deutlich weniger, diese gelben Bündnisse gehören dann praktisch auch ein bisschen der Vergangenheit an. Finde ich teilweise ein bisschen schade, muss ich sagen, weil die haben spielerisch echt Spaß gemacht und manche Fraktionen haben dadurch eine gewisse Spielbarkeit gehabt. Also Also. ich weiß, viele haben den Hobbit-Bums nicht gemocht, aber damit werden halt Hobbits wieder versinken.
Wart's mal ab. Aber ich sag's mal so, schwere Zeiten für Gwaihir hier. Schwere Zeiten für Gwaihir hier. Ich hoffe halt, dass die Hobbits dann wieder wenigstens dass irgendeine Möglichkeit gibt, wo es über die Dune dann vielleicht gut zu funktionieren. Für Khazad-dûm bin ich auch mal gespannt, wie sie das machen wollen. Ja, also ich würde meine Khazad-dûm-Zwerge ungern nur für die Vitrine bemalt haben. Und irgendeine Möglichkeit müssen sie halt haben. Wobei, die haben ja lore-technisch, wenn du jetzt von Balin weggehst, ja. Die haben in der Schlacht des letzten Bündnisses mitgekämpft, also... Wäre geil, also wäre cool, wenn man sie damit reinsetzt. Dann schauen wir das mal. Also da gibt's noch sehr... Also da wird zumindest von Jay auch gesagt, keine Angst, man kann auch weiterhin noch Listen bauen. Da muss man, finde ich, jetzt einfach mal abwarten, was kommt. Also vor allem nicht zu viel Angst im Vorhinein, zum Beispiel auch mit der Legacy. Also man kann über Jays Aussagen mancher Hinsicht, was weiß ich, was so Spielbarkeit von manchen Modellen und so weiter angeht, kann man vieles sagen. Aber er kann die Regeln. Und ich muss sagen, die Vergangenheit hat gezeigt, jede neue Edition, die kam, war eine Verbesserung des Systems. Ja. Niemand wird ernsthaft behaupten, dass die Hobbit-Ära spieltechnisch besser war als das, was wir gerade eben haben. Oder das, was vor der Hobbit-Ära war, besser war als das, was während der Hobbit-Ära gespielt wurde. Also dieses Spiel ist mit jeder Edition bisher besser und besser geworden. Und warum sollte es jetzt in dem Fall anders sein? Deswegen, also ich packe da einfach mal mein Vertrauen rein und ich denke, das wird klappen. Dann muss man einfach mal den Vertrauensvorschuss geben. Genau. Gehen wir mal allerdings noch mal ein bisschen weiter zum nächsten Punkt. Was rausgestrichen wird, sind die Spezialschläge. Ja. Und das ist gut. Das ist ja was ich schon, glaube ich, mehrfach hier auch gesagt habe, dass das etwas wäre, was ich gerne rausstreichen würde, um die ganze Edition zu verschlanken. Ich habe es jetzt am Wochenende beim Turnier wieder gemerkt. Du sagst die ganze Zeit automatisch diese Finte immer an. Und es bringt vielleicht in einem Spiel ein- oder zweimal was. Höchstens. Und dafür ist es mehr Sachen, die du musst mehr reden darüber, du musst mehr dran denken und ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn im Spiel eine Regel sich auf das Modell selbst auswirkt. Das heißt, wenn du bei einem Umbau beim Umbau sollte der Style, wie du das Modell cool findest, das sollte entscheidend sein und nicht die Spielstärke. Ja? Und das finde ich auf jeden Fall schön, dass du jetzt da die Freiheit hast, was das Bauen angeht. Richtig, genau. Ich muss sagen, bei den Metall-Orks zum Beispiel habe ich zum Großteil die Waffen so gelassen, wie sie sind, weil ich die halt einfach zu cool fand dafür, um die umzubauen. Ich meine, bei den Morannons habe ich denen allen Äxte gegeben, aber das war kein großer Aufwand, die hatte ich halt gehabt. Und ich muss sagen, bei Orks passen Äxte auch ganz gut, das fällt gar nicht so auf. Natürlich jetzt blöd für die Leute, die sich vor allem eine Axt-Hobbit-Armee gemacht haben, weil das sieht scheiße aus. Jein. Kommt drauf an. Ah, gut. Die normalen, ist es also wahrscheinlich normalen ja, Modelle haben. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Hobbit eine Axt worum liegen hat, als ein Schwert zugegeben. Also von dem her finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich finde es grundsätzlich gut, weil diese Spezialschläge, finde ich, haben nicht unbedingt groß was zum Spielerlebnis beigetragen, positiv. Die haben meistens das Spiel einfach nur verlängert. Es hat manchen Armeen Vorteile gegeben, vor allem ich muss sagen, ich habe es selten gemacht, aber die Möglichkeit, einen Waffenswap zu machen, damit du die Stärke 1 dazu kriegst, für manche Fraktionen war es einfach gut. Ich muss sagen, ich hatte beim Morannon Orks habe ich es ja bei allen gemacht, aber ich habe es selten genutzt. Na, wenn ich zum Beispiel überlege, ich habe jetzt kurz passend zur neuen Edition, habe ich Anor-Krieger mit einerseits mit Streitkolben und mit Äxten gebaut. Ja, ist halt so. Ja, aber ich sag mal so, das finde ich auf jeden Fall gut. Das ist ein absolut sinnvoller Punkt. Es regt mich nicht auf. Ja, ich finde es super. Also insgesamt sagen sie, sie wollen es klarer haben, moderner, klarere Sprache, klarere Terminologie, finde ich wichtig, weil es gibt einige Sachen, das habe ich jetzt am Wochenende auch wieder gemerkt, wo nicht klar ist, wie das geregelt ist, vor allem bei Belagerungsmaschinen.
Ne? Weil zum Beispiel gefragt wurde, wenn ich eine Balancemaschine attackiere, kann die dann noch schießen? Ja, sie kann dann immer noch schießen. Was ja. irgendwie schon absurd ist. Du hast so ein Gondor-Speerschleuder-Ding, die wird attackiert und sie kann immer noch schießen. Ja, was wobei das dann die Frage ist, man muss sich halt überlegen, wann passiert hier effektiv was? Trotzdem. Ne? Ich weiß, was du meinst. Wo ich die Problematik eher sehe, ich hoffe, dass es nicht in Juristensprache um... Nein, aber was sie machen müssen, sie müssen mehr Keywörter reinmachen. Zum Beispiel kam auch die Frage, kann eine Speerschleuder vom Wächter im See rangezogen werden? Das ist, weiß man nicht, weil es heißt, du kannst ein Modell ranziehen. Aber es ist kein Modell. Es ist kein Modell direkt. Dann ist aber die Frage, kann man das mit, hier, diese Waffenzerbrechen-Ding machen, den Zauber von den Schwarzschild-Schamanen? Nein, es ist kein Ausrüstungsgegenstand. Das heißt, so solche Beladungsmaschinen fallen aus ganz vielen Sachen raus, weil die nicht richtig gekeywordet wurden. Auch dieses Keywording kleine Maschine, große Maschine. Das sind so Sachen, da gehe ich von aus, dass sie da das tatsächlich klären wollen. Und das finde ich auch super. Ich hoffe, dass sie da auch einige Sachen reinbringen, die in der Vergangenheit durch FAQs einfach immer noch nicht geregelt wurden. Ja. Dass wir auch hier schauen, den Streitwagen endlich zu klären. Ja, zum Beispiel. Wo ich ein bisschen Sorge zu habe, ist, also hier das mit in der Sichtlinie wollen sie ja vereinfachen, wie es bisher jeder gespielt hat, dass du immer klar hast, ab 4 plus ist es immer. Weil theoretisch sagt ja die, sagen ja die Regeln, dass es verschiedene im Endeffekt Varianten gibt. Richtig, wenn es ein größerer Stein ist, ist es auf die 5 plus oder sonstiges. Das hat nie, macht kaum jemand, macht eigentlich nie jemand. Und das finde ich sinnvoll, dass sie es so machen. Was ich nicht glaube, dass sie machen, was ich allerdings für super wichtig erachten würde, dass sie es endlich mal einführen, dass man nicht mehr True Line of Sight macht. Ja, das wird passieren. Das ist so dumm, das ist so antiquiert. Sinnvoll wäre es wirklich, das hatten wir beim letzten Mal auch schon in die Diskussion, dass du wirklich von oben guckst mit einem Laserpointer, durch welche Bases geht der Pfeil durch und für die musst du jeweils einen... im Wegtest machen. Das wäre so viel sinnvoll, dass du einfach sagst, von der Mitte der Base des Schussmodells bis hin zu dem Zielobjekt und dann guckst du, was ist da praktisch im Weg und dann kannst du von oben ganz einfach gucken, was ist im Weg und die sind dann diejenigen, die im Weg sind und da musst du den, oder mit Silhouetten arbeiten, das ist alles besser als True Line of Sight. Ja. Weil True Line of Sight ist die schlechtmöglichste Variante, vor allem wenn du Richtung Nazguls gehst oder sonstige Sachen, die du auch mal gerne umbaust, weil die mitgelieferten Varianten mit diesen Stäben und so weiter nicht sinnvoll sind. Und die Stäbe ja teilweise sogar auch schon verfälschend sind. Richtig. Und das Problem ist halt einfach, dieses True Line of Sight bedeutet, dass du ein Modell auch absichtlich so umbauen kannst oder speziell so Posen nehmen kannst, die möglichst wenig Platz einnehmen. Hatte ich auch schon mal jemand, der dann gesagt hat, er hat von Orzol den Nazgul genommen, weil der so zusammengekümmert ist in sich. Ja. Ist ja richtig scheiße. Und da was, auch, was mal, auch regeltechnisch eigentlich absolut nicht geht. Ja, aber aktuell geht's bei uns. Nein, weil es kein Originalmodell ist. Ja, aber dann müsstest du ja theoretisch auf deinen Turnieren sagen, nur Originalmodelle zählen. Nein, aber bei Modellen, wo so eindeutig das ist, bin ich halt immer der Meinung, wenn es kein Originalmodell ist, dann muss ich im Zweifelsfall den Negativeffekt annehmen. Stimmt, aber das musst du halt dann auch wieder, also es ist halt alles sehr viel komplexer, als wenn du einfach nur sagst, weil das ist auch das, was ich bin halt aber ganz bei dir, ja, also bitte. Ja, ja, das verstehe ich. Das hatte ich nämlich auch im Gespräch mit dem Sven, wo der Sven auch gesagt hat, das ist das einzige Mal im Regelbuch, wo sie von der Seite her das Spielfeld zeigen. Bei allen anderen Sachen zeigen sie von oben und nehmen praktisch Line. Und nur bei im Sichtfeld verändern sie es plötzlich. Und das ist, finde ich, nicht sinnvoll. Und zeigen andere Spielsysteme, wie es besser eigentlich, geht. Weil es eigentlich das Spiel darauf ausgelegt ist, viel Gelände zu haben und du oft nicht zum Kopf des Modells hinkommst. Vernünftig. Richtig. Da tue ich mir immer am meisten schwer, weil jetzt willst du eigentlich die Platte wirklich schön vollstellen, wo du sagst, hey, so und so und so und dann also eigentlich ja, so eine Hürde in den Weg werfen. Also Line of Sight, auch was Line of Sight bei Zaubern angeht, finde ich, ist mit die größte Baustelle im Spiel. Da hoffe ich, dass sie da was machen. Ich bin aber aktuell da skeptisch. Da bin ich
ehrlich gesagt skeptisch, ob sie das verändern. Aber schauen wir mal. Gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt, den sie ändern wollen. Sie wollen deutlich mehr Spezialregeln noch so mit reinbringen. Weiß ich nicht, ob mir es gefällt. Weil da sind wir bei was wir sehr oft im Gespräch gehabt haben. Es ist wahnsinnig schwer, sowas zu bepunkten. Weil es ja in einem Spiel super stark sein kann, einfach, dass du es hast. Weil du spielst auf einmal mit Isildur gegen Sauron. Das ist dagegen, in 95% der Fällen ist der Wurscht und gegen Sauron auf einmal bringt es da was. Blöd gesagt. Wie willst du sowas bepreisen? Ich bin mal gespannt. Das sind eigentlich Regeln, die in Kampagne reingehören, aber so Sachen wie, keine Ahnung, dass Sam auch mit der Bratpfanne zuschlagen kann. Das ja, finde ich okay. Ja lustig. Wenn sie sowas reinbringen, das wäre okay. Das ist für mich aber auch keine Sonderregel, keine Spezialsonderregel, sondern es ist einfach ein Ausrüstungsgegenstand, den er theoretisch hat. Ja, also im Endeffekt muss aber klar sein, was wir hier auch sagen, das sind alles zum Großteil Spekulationen. Klar ist, die Spezialschläge kommen weg, klar ist, bei Line of Sight mit dem Hindernis ist immer jetzt auf die 4+, und dass die legendären Legionen wahrscheinlich wegkommen, die normalen Armeelisten auch, und dass jede Armeeliste im Endeffekt sowas wird wie so eine legendäre Legion Light, die du auch verbünden kannst. Finde ich auch wirklich gut, weil aktuell haben wir komplett freie Listen, wir haben legendäre Legionen und wir haben sowas wie Eol oder Brandobast Tuk, die in sich nochmal eine legendäre Legion ist. Und da merkst du einfach, wie das System so historisch sich immer mehr weiterentwickelt hat. Und da mal eine große Reine mache, finde ich gut. Ich vertraue auch drauf, dass ich es hinbekomme, dass es nicht zu komplex wird. Aber die Gefahr besteht definitiv. Ja. Und was natürlich auch noch so ein Elefant im Raum ist, das Thema Legacy. Ja. Ja, also, es gibt ein neues Regelbuch und es wird neue Bücher geben für die Profile. Ein Punkt, den ich schon wieder ein bisschen blöd finde, ist, dass sie nach wie vor zwischen Herr der Ringe und Hobbit-Profile aufteilen. Aber okay, dann ist das so. Es gibt praktisch einmal Filmprofile, Hobbit-Profile, Buchprofile, ne? Wenn mich nicht alles getäuscht hat. Armies of Middle-Earth ist das dritte. Also alles, was nicht in die Filme vorkommt. War, ja, was ich irgendwie auch seltsam finde, aber okay. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Profilbücher. Wahrscheinlich kostet jedes wieder so um die 50, 65 Euro. Wobei man ja sagen muss, heißt ja nicht, dass jetzt zum Beispiel ein Hurin, der nicht im Film vorkommt, dass der deswegen jetzt im Armies of Middle-Earth Buch drin ist. Sondern der wird weiterhin bei Gondor sein, aber jetzt zum Beispiel Fahrrad, die im Film eigentlich nicht kommen, oder Kant, die nicht kommen, dass die dann den Platz eben dort haben. Ja, da hoffe ich einfach, dass diese Bücher relativ schlank sind, nicht jeder nochmal irgendwie 50 Szenarien hinten dabei hat. Gut, ich kopiere sie mir wahrscheinlich eh wieder so zusammen, dass ich nicht einfach 50 Bücher aufs Turnier mitnehmen muss. Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass sie hier auch diese 3-Splittung machen, weil du ja eigentlich jetzt sämtliche Erweiterungsbücher, die du bis jetzt hast, kommen ja plötzlich in das rein. Das heißt, du hast ja auf einmal sämtliche legendären Legionen, die dann nicht mehr legendäre Legionen heißen. Du hast alles an Profilen aus den Erweiterungsbüchern. Das sind jetzt inzwischen, ich glaube, waren es 6 oder 8? Ich glaube, 6 waren es, 6 oder, ja, irgendwo so. Wenn das alles da drin wäre, musst du mal vorstellen, was das für ein Schinken wird. Dann kannst du immer, ja, aber wir warten wir es mal ab. Man kann, also ich muss sagen, das ist gar nicht mal so viel. Ich habe ja alles praktisch in einen Ordner drinne. Das ist gar nicht so viel. Aber ein Buchdruck ist auch nochmal was anderes als Normaldruck mit in einer Mappe. Klar, aber die kriegst du theoretisch in 2 Bücher rein. Ohne Scheiß. Und da sind auch noch die ganzen legendären Legionen dabei. Das geht schon. Das ist machbar. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn sie ihre Regeln verkaufen wollen und dann 1-2 Bücher. Am Ende des Tages muss man ja sowieso für sich dann überlegen, wie man die dann transportiert und so weiter. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Eine große Sache, die sie jetzt angekündigt haben und wo es einen Haufen Leute gibt, die sich total drüber aufregen, ist, dass sie halt sagen, okay, es wird aber auch Profile geben, die praktisch wir nicht mehr supporten werden. Also die praktisch, denen wir Bye-Bye sagen, die dann in ein PDF reinkommen, was Legacy of Middle-Earth heißt, ne? Genau.
und oder Middle-Earth Legacy, whatever. Und ja, sie sagen aber nicht genau, was das für Modelle konkret sein, wenn sie sagen einfach nur ältere Modelle. Jetzt gibt es viele, die darauf geschlossen haben, dass das alles das Modelle sind, die GW praktisch selbst erfunden hat. Und weil New Line Cinema anscheinend da nochmal ordentlich den Daumen drauf gedrückt hat von oben und gesagt hat, hört mal auf, euren eigenen Kram zu machen. Nur das, was wir machen, ist relevant und was in den Büchern steht. Gibt es viele, die dann sagen, dass so Modelle, die praktisch komplette Eigenerfindung sind, in dieses Legacy reinkommen. Das sind dann auch Profile. Also die kriegen schon neue Profile. Die kann man auch bei der neuen Edition spielen. Die werden bei GW-eigenen Turnieren nicht erlaubt sein. Was für uns völlig egal ist, weil ich muss sagen, das einzige GW-Turnier, wo ich jemals war, war die Adacon. Genau. Und in Deutschland gibt es das gar nicht. Es gibt kein Turnier in Deutschland, wo GW irgendwie groß involviert ist. Und nicht, man muss dazu sagen, die Regeln ändern sich, außer sie werden das jetzt ändern, aber ich gehe jetzt einfach vom aktuellen Stand aus, bei Mittelerde nicht so dermaßen häufig wie jetzt bei anderen Systemen, dass Profile dann innerhalb von einem halben Jahr so nicht mehr spielbar wären. Weil das hast du ja bei den anderen Games Workshop Systemen, gibt es diese Legacy auch. Mhm. Und da sind zum Beispiel gewisse Profile irgendwann einfach nicht mehr spielbar. Wie jetzt zum Beispiel die Firstborn Space Marines bei 40k. Und sowas. Die wandern halt einfach raus. Oder Camry bei Age of Sigma, die hat es auch gegeben, aber die waren halt einfach nicht mehr spielbar irgendwann. Und so weiter. Ja, und was einem aber klar sein muss, und da müssen wir dann als deutsche Community mal so ein bisschen für uns überlegen, wie wir das dann handhaben, aber das kriegt man schon hin. Es kann natürlich auch sein, dass dann bei zukünftigen Erratas und so weiter, dass die natürlich nicht berücksichtigt werden. Und da gehe ich fest von aus. Ja, also das dann, was weiß ich, wenn dann irgendwelche Erratas sind oder sonstige oder FAQs, dass diese Modelle dann nicht dabei sind, was natürlich dazu führen kann, auch bei weiteren Erweiterungen, was so Bündnisse angeht, dass man dann als Community überlegen muss, dass man sich auf was einigt, dass wie die halt man nicht dann damit, bleiben. Dass die nicht liegen bleiben, dass man die trotzdem benutzen kann. Was glaubst du, für was welche Modelle da reinkommen? Grundsätzlich glaube ich einmal diese Sache, dass alles, was GW gemacht hat, da reinfällt, überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Erstens, es wird keinen Sinn machen und zweitens würden es dann nicht so schauen, dass sie Erweiterungsbücher bringen, wo sie so viel Eigenkreationen reinstecken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube es nicht, dass das in diese Richtung gehen wird. Da würden es viel mehr mit einem bestehenden Namen und sowas arbeiten. Ich glaube, dass es sehr viele Modelle sein werden, die sich entweder nicht verkauft haben oder die es lange nicht gegeben hat. Ich hätte mir zwar ursprünglich vorstellen können, wenn sie in Gullabar jetzt nicht gemacht hätten, dass sie ihn raushauen. Ich glaube es aber inzwischen auch nicht mehr. Ich setze genau auf eine einzige Sache, die rauskommt, weil sie sie nicht balancen können. Und das ist Tom Bombadil. Ich glaube, dass sie den Tom Bombadil aus regulären Regeln rausnehmen. Und ich habe sogar überlegt, ob Smaug auch sein könnte. Dass sie einfach Smaug Modelle, kann ich mir nicht vorstellen, weil Smaug ist so ein, Prestige, den lassen sie drinnen. Okay, du sagst das, ich würde dagegen halten. Ich glaube, Tom Bombadil bleibt drinnen. Weil Tom Bombadil, warum auch immer, ziemlich von der Story her verstehe ich es nicht so ganz, aber spielerisch mag ich den total, aber der ist für ganz viele Leute voll der Fan-Favorite. Der ist ja jetzt zum Beispiel auch in der neuen Staffel Ringe der Macht und so weiter drin. Es gibt so viele Leute, die Tom Bombadil total lieben und der den komplett rausnehmen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber er ist ja nicht komplett draußen. Das muss man ja schon mal sagen. Er ist aus dem Match-Play raus damit. Und nee, das finde ich... Er ist vor allem aus der Produktion dann auch raus. Und das ist nämlich der Punkt. Er wird ja dann nicht mehr auch produziert. Das heißt, er ist für Games Workshop erstmal komplett aus dem Spiel raus. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir das eher vorstellen, dass sie das bei manchen Figuren machen. Nehmen wir mal, also die nicht so relevant sind insgesamt. Und es tut mir zwar leid, aber ich denke, also so ein, wirklich, da bin ich mir sehr sicher. Dran. Morin und Ra, bin ich mir absolut sicher, dass die dann in die Legacy reinkommen. Ich denke auch, dass sowas wie... Wilde Uruks. Wilde Uruks
bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Die Morgulschleicher, denke ich auch, die werden auch ziemlich drin. Vielleicht auch die Schwarze Garde von Barad-dûr. Da glaube ich es zum Beispiel wieder nicht. Die namhaften Ringgeister. Glaube ich auch. Könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe es nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass sie die rauskriegen, auch wenn ich es sehr schade fände. Das fände ich total schade, weil die liebe ich total. Ich auch, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht der Goldene König von Abrakan, also so einige Modelle, könnte ich mir vorstellen, dass sie die schlicht einfach rauskicken und dass die dann einfach nicht mehr hergestellt werden. Vielleicht immer ab und zu mal als Mage to Order, aber das war's dann auch. Beim Goldenen König glaube ich es persönlich weniger, weil die Fraktion an sich nicht diese Masse an Profilen hat, die sie, damit du sie dann in einer legendären Legion Fälsch ordentlich bauen könntest, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, dass sie sich das nicht ganz nehmen lassen. Ich glaube, dass das viel schmaler sein wird, als wir es jetzt glauben. Ja, aber sie müssen ja trotzdem schon mal, sagen wir mal, auf so eine Zahl von 20, 30 Modellen kommen. Damit sich halbwegs lohnt. Weißt du, wenn es nur so 5 Modelle sind, dann wird sich das ja gar nicht lohnen, dieses Fass aufzumachen. Wieso? Ich denke schon. Für mich ist das jetzt ein Ding, und selbst wenn das nur 2 Profile sind. Nee, weil das würden sie so gar nicht erwähnen. Die haben das jetzt hier schon rein erwähnt und stell dir mal vor, es würden wirklich nur Morin und Thra sein. Dann würden die das doch gar nicht so rein erwähnen. Dann würden die wirklich nur sagen, ey, Leute, es handelt sich um eine Handvoll Profile. So wie sich das für mich hier gerade liest. Ja, das haben sie doch irgendwo gesagt. Das hat der Jay, bilde ich mir ein, gesagt, dass es nur ein paar Profile sein werden. Nee. Ich bilde mir ein, in einem Artikel ist das drin gestanden. Nein, das sind tatsächlich ein paar Armeelisten auch drin, die mit diesen Profilen arbeiten werden. Und ich glaube nicht, die würden das für 5 Sachen machen. Ich denke, sie sagen natürlich, dass das ein paar sein. Some older profiles are going to have to make way in order for new exciting miniatures to flourish. Also, ein paar alte Modelle. Ich denke nicht, dass es 40 sein werden. Aber ich denke schon, dass wir von so 15, 20 Profilen reden, die gehen werden. Gehe ich fest von aus. Aber da muss man einfach mal abwarten, was da kommt. Ich weiß nur, dass die britische oder die englische Community komplett ham geht, was das Ganze angeht. Und komplett hier, von wegen, sie fühlen sich betrogen und sie die neue Edition und da haben sie gar keine Lust drauf und so. Und also so richtig, wo ich mir denke, sag mal, Leute, freut euch doch, dass da jetzt was Neues mal kommt. Wartet doch mal ab. Das, was ich bisher so liest, hört sich, finde ich, relativ durchdacht an. Ja. Muss ich sagen, dass die mit einem gewissen Sinn und Verstand und Konzept rangegangen sind. Ich meine, es kann am Ende auch kommen, dass die neue Edition komplett scheiße ist. Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Aber aktuell, nach dem, was sich so liest, hört sich das ziemlich gut an. Und da finde ich diese Negativität, die da aktuell auf Social Media teilweise rauskommt, erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Dass ich mich dann auch. Mich wundert es auch, weil es irgendwie da gibt es ein relativ geiles Meme, Mittelerde ist tot, Games Workshop macht nichts damit. Und dann kommt so Games Workshop, ja, wir geben euch eine neue Edition und das und das. Und dann ist derselbe Typ voll wütend, weil Games Workshop was ändert. Ja, und die dann so, oh, da kann ich meine Miniaturen nicht mehr benutzen und so weiter. Und ich mir denke so, ach komm Leute, chillt doch mal eure Base, das kann doch nicht wahr sein. Und dann wundert es mich, dass ich dann plötzlich jetzt auch für mich dann denke, also da muss man mal GW jetzt auch mal wirklich verteidigen, was das angeht. Also irgendwo ist auch mal wirklich Schluss. Das ist schon affig, was da teilweise geschrieben wird. Wo es mich auch wirklich wundert, weil bisher habe ich eigentlich eher so die britische Gruppe als eine Gruppe wahrgenommen, wo jeder Furz aus Nottingham direkt wirklich gefeiert wird und das, mein Gott. Aber gehen wir nochmal zum Abschluss, denke ich mal, auf einen letzten Punkt, also diesen Intelligenzpunkt, den hatten wir ja schon mal genannt gehabt. Diese Aufteilung, die hatten wir genannt gehabt. Das Legacy of Middle-Earth haben wir schon genannt gehabt. Vielleicht ganz kurz, soweit ich das jetzt verstanden habe, wird es für das Rise of Angmar wird es auch ein kostenloses PDF dann später geben für die neue Edition. Also das heißt, dass man dann praktisch sozusagen, wenn man sich das Buch jetzt holt, dann kann man das ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, wie auch immer, in den alten Editionen spielen, in der aktuellen. Und dann kriegt man dann praktisch die Profile in der geupdateten Version, was ich auch fair finde.
Alles gut, ich muss auch bald los, aber den Punkt können wir jetzt noch abschließen. Ja. Und zwar ein Punkt noch, den ich wirklich sinnvoll finde. Sie wollen das Kampfgeschick auf ein bisschen größere Reichweite hin machen und das Kampfgeschick tatsächlich grundlegend da auch nochmal ändern. Weil sie sagen halt, und das ist auch wirklich richtig, dass die meisten Kampfgeschickwerte sind wirklich zwischen 3 und 6. Ja, und das ist drüber hinaus. Drüber hinaus, ich habe ja mal eine Folge gemacht, eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben, wo man wirklich echt das, ich glaube, zwischen 7 und 10, Kampfgeschick 7 und 10, das sind sau wenig Modelle, das sind vielleicht 40 Modelle, höchstens. Und dass sie halt einfach sagen, die wollen immer noch bis 10 praktisch den Cap machen, wo ich jetzt auch nicht sicher bin, man hätte es auch wahrscheinlich auf 11, 12 von mir aus machen können, da hätte ich kein Problem mit gehabt, aber sie wollen es bis 10 machen. Und das, was weiß ich jetzt, so ein Aragorn endlich auch mal Kampfgeschick 7 oder 8 haben wird. Und so ein, und auch bei den Truppen es mehr Varianz gibt. Das, was weiß ich zum Beispiel jetzt auch mal Kampfgeschick 4, ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel so eine Wache des Hofes des Bruns auch mal Kampfgeschick 5 haben wird. Und so ein Uruk von mir aus dann weiterhin Kampfgeschick 4 hat. Weiß ich nicht, ich sehe den Uruk sogar fast kämpfender als die Wachen des Hofes des Brunnens, aber zum Beispiel, ich würde einen Berserker K5 geben. Ja, aber so eine Wache des Hofes des Brunnens, müssen ein höheres Kampfgeschick haben als ein Hauptmann von Gondor. Müssen sie. Weil das sind von der Lore die krassesten Kämpfer eigentlich, die Gondor zur Verfügung hat. Das sind die erfahrensten und besten Kämpfer, die Gondor hat. Das kommt in die Wache der Feste und in die Wache des Hofes des Bruns. Und die Wache des Hofes des Bruns ist sogar noch die Elite-Einheit, wenn du so haben willst, der Wache der Feste. Ja. Zumindest so, wie es GW immer ausgedrückt hat. Und dementsprechend, die können nicht auf dem gleichen Fight-Value einig sein wie ein Uruk. Wobei Uruk man dazu sagen muss, dass der GW ein bisschen übertrieben Gott, hat, weil eigentlich die Wachen der Feste sind die Kämpfenden und die Wache des Hofes des Brunnens sind zum schönen Ausschauen da. Ja, wobei das sind ja auch letztendlich die, so ein bisschen im Korn kamen sie eigentlich immer rüber, wie so die Leibwache eigentlich von den Truchsessen und Herrschenden und so. Aber egal, bevor ich mich da jetzt zu sehr in falsche Lore rein verrenne, finde ich sinnvoll, das so zu machen. Leibwachen waren sie nicht, die haben tatsächlich nur den Bau beschützt. Sie kamen so rüber, habe ich gesagt. Ich wollte das nur klarifizieren. Aber wie findest du die Veränderung? Ich finde es cool, weil bei manchen Modellen hat sich's wirklich falsch angefühlt. Zum Beispiel, wo ich mal den ich aufsteigen lassen würde, wäre für mich zum Beispiel Eomer. Weil der wird eigentlich mit Imrahil und Aragorn das sind die drei stärksten Menschen, die zur Zeit des Ringkriegs kämpfen, beschrieben. Ja, und dann hast du einen Belo K5-Helden. Ich meine, Boromir an sich müsste ja eigentlich auch schon von sich aus ohne Banner K7 haben. Der gilt ja, also neben den drei ist ja auch Boromir, gilt ja mit als der, ist ja der krasseste Kämpfer, den Gondor hat. Ja, deswegen nicht bei den drei gewesen, weil er zu der Zeit tot war. Ja, genau. Aber der ist ja auch nochmal eine komplett eigene Nummer für sich und so. Also das finde ich sinnvoll. Ich finde auch, dass man die Stärke ein bisschen, also bei den anderen Werten müsste man auch mal ein bisschen gucken, aber sie haben ja gesagt, sie wollen alle Profile mal überarbeiten und das finde ich auch gut, weil sie nämlich dann das machen, wenn sie es richtig machen und gut machen, warten wir es mal ab, was sie in der vorherigen Edition, in der aktuellen Edition nicht gemacht haben. Es gibt einige Profile, die nicht überarbeitet wurden so richtig. Ich sage es mal so, sie haben es zu wenig gemacht bei manchen. Bei manchen haben sie es gar nicht gemacht. Der Drache zum Beispiel, aber auch Celeborn zum Beispiel, sind nicht überarbeitet worden, wirklich. Doch, Celeborn ist überarbeitet worden. Da ist eine Sache dazugepackt worden, das war's. Das ist genauso bei Faramir. Aber bei ganz vielen Profilen bei der aktuellen Edition ist zur Hobbit-Edition nicht wirklich was verändert worden. Da ist mal so ein Keyword mal gemacht worden. Zum Beispiel der Höhlentroll, der wurde einfach nur gesagt, oh, der ist jetzt bullig. Ja. Das ist zwar cool bei ganz vielen Dingen gewesen, aber das war jetzt nicht eine wirkliche Überarbeitung, das war so ein nettes Ding, was dazu kam oder so. Adaptierung. Richtig. Also, ich bin da wirklich mal gespannt. Die Sachen, die sie bisher genannt haben, sind alles Punkte, denen ich so folgen kann. Ich bin mal gespannt, was noch so kommt.
Und was ich cool finde, ist, dass sie, oder was man jetzt merkt, finde ich, irgendwas muss pausiert sein. Anscheinend gab es irgendwelche Verhandlungen mit New Line Cinema zu diesem neuen, zu den neuen Filmen, weil da soll ja dann tatsächlich was kommen zu. Dass sie jetzt plötzlich, man merkt, da hat sich was aufgestaut. Ja, dass sie das so im Sinne von endlich dürfen wir. Na, da hoffe ich mal, dass das auch in Zukunft so bleibt. Dass ihnen, und dass ihnen nicht so schnell die Luft ausgeht. Richtig. Was ich super lustig fand, war da, als sie dann zwischenzeitlich dieses neue, und das können wir jetzt mal als Abschluss machen. Also, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir freuen uns, was dann noch auf uns zukommt. Gebt uns mal Bescheid, was ihr in Zukunft noch von uns haben wollt. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Abschluss noch. Und zwar, es gibt noch dieses Box-Game. The Hobbit Motion Picture Trilogy Hunt for the Arkenstone in Middle-Earth Adventure Game. Ein Brettspiel, wenn ich mir das so anschaue, ohne es jetzt direkt gespielt zu haben. Und ohne den Preis zu wissen, der ja schon bei dem Balins Grab mit 65 Euro sehr kreativ bemessen war, sagen wir es so. Ey, das sieht voll nicht attraktiv aus, dieses Brettspiel. Ja. Es sieht irgendwie aus wie so eine Art Variante von, keine Ahnung, Scotland Yard oder so, ich weiß es nicht. Du hast einfach die Plastikminiaturen von Thorins Gemeinschaft. Da warte ich übrigens immer noch drauf, dass sie die Resin-Miniaturen nochmal auflegen. Aber okay, mal warten. Und du hast eine Pappfigur von Azog. Gut, da jetzt den normalen Resin-Azog reinpacken, den man noch komisch zusammenbauen muss, wäre wahrscheinlich auch schwer gegangen. Ja, aber irgendwie wirkt das total seltsam, das Ding, dass sie das so ein... Also, warum machen die das? Ich meine, auch dieses Reise zu Mount Doom, The Quest for Mount Doom war ja... das ist ja total untergegangen. Das kam mal kurz auf. Hat das überhaupt jemand geholt? Also, irgendwie ganz seltsam. Ich glaube, dass das ganz stark Kooperationen mit Brettspielfirmen sind, die halt einfach sich Lizenzen kaufen und das mit den Maxal machen und Games Workshop das so nebenbei mitrennt und sie sich denken, ja cool, Euro. Also ich glaube, dass sie diesem GW richtig wurscht und die denken auch nicht, dass das was bringt. Ich glaube, das ist einfach für sie eine Lizenzgeschichte, die sie abtreten können und fertig. Ja, also ich muss wirklich sagen, so wenn man sich das auch anschaut, wo ich mir auch denke, wie sollen diese Spiele funktionieren? Es würde mich mal wirklich mal interessieren, wenn jemand von euch sich dieses Spiel holt und mal gespielt hat, mal ganz kurz mal vielleicht unter dieses Video kurz mal kommentieren, das wäre super. Würden wir auch hier mal dann thematisieren, ist das Spiel gut? Was muss man sich darunter vorstellen? Weil von dem, was sie so bei den Spielmaterialien zeigen, es wirkt nicht so attraktiv, muss ich wirklich sagen, zu spielen. Und ein bisschen Erfahrung habe ich, was Brettspiel angeht. Ja. Aber ich meine, du siehst es ja auch mal im Vergleich mit anderen Brettspielen, mit Figuren und so weiter. Das wirkt irgendwie echt seltsam. Also na, ich finde, es wirkt sehr stark, wie es das eben heißt, so die Spiele, die optisch außen nett ausschauen und dann spielst du es das erste Mal an und du denkst, was ist das für ein Scheiß? Ja, es wirkt zumindest nicht so, als ob du groß was mit den Figuren drin anfangen würdest. Ja, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, zum Beispiel auch bei dem Moria-Game damals, das kann ich mir ja noch vorstellen, Balins Grab. Aber weiß ich, da wäre nicht irgendwie sinnvoller, da irgendwie wie eine Art Dungeon-Crawler draus zu machen oder irgendwie, wo du mit den Figuren wirklich was machen kannst. Also wir haben zum Beispiel letztens, haben wir mal so eine Art Escape-Spiel gespielt, im Dungeon and Dragons, das heißt Tumult in Niewinter auf Deutsch. Mhm. Und das war im Endeffekt, da hast du auch 5 Figuren gehabt und auch so... Das war praktisch Escape Game mit so ganz basismäßigen Kämpfen in so 3 Akten zusammen. Das konntest du zu 5 spielen. Das hat echt Spaß gemacht. Das war toll. Und sowas in der Art könnte man sich da irgendwie vorstellen. Irgendwie sowas, was ein bisschen in der... Aber man merkt einfach, sie wollen unbedingt diese Figuren benutzen und haben sich da irgendwas überlegt. Vielleicht ist es ja tatsächlich gut, aber ja, das fand ich irgendwie ein bisschen... Ich fand's weird. Aber ja, das ist, glaube ich, gut. Ja, in dieser ganzen Ankündigungswelle fand ich das irgendwie ein bisschen seltsam. Aber mein Gott. Es hat irgendwie überhaupt nicht reinpasst. Ja, überhaupt nicht. Es ist super kurios. Aber okay, vielleicht gefällt es ja jemandem. Na gut, dann... Ja. Hoffen wir mal, dass, wenn ihr diesen Podcast hört und da rauskommt, er nicht schon wieder sofort veraltet ist. Aber ich denke nicht. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich drauf, wie es in der Zukunft wird. Und dementsprechend...
Schaut euch die neue Edition aus, holt euch Miniaturen, die ihr haben wollt, bemalt was Schönes, hört diesen Podcast dabei. Habt ihr dann schon gemacht, wenn ihr jetzt hier schon dabei seid. Vergesst niemals zweite Frühstück. Michi, du hast das letzte Wort für heute. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr euch an Folgen bis zur neuen Edition wünschen würdet, damit wir hier einigermaßen in der, euren Wünschen nachkommen. Es war uns ein Volksfest. Bis zum nächsten Mal und tschüss.